Jetzt müssen Sie uns sagen, was eigentlich der größte Skandal ist. Wir haben uns gedacht, dass wir so vielleicht eine knappe Stunde, sagen wir 57 Minuten, weil es hier jemanden gibt, der keine Karten zahlen möchte, nämlich Volker Dien, uns anhören, was er zu sagen hat. Vielleicht darf ich ihn hier und da unterbrechen. Und dann wollen wir Fragen zulassen und das Gespräch suchen. Und wir dachten so, dass wir so um 11, halb 12 Uhr dann die Veranstaltung schließen, so lange wird es werden. Herzlich willkommen und jetzt ist der Münchner Remi Drankel. Ja, herzlichen Dank. Ja. Liebe Gäste, ich will nur ganz kurz das Organisatorische vorweg versuchen. Erstens, hören Sie mich alle auch hinten in den letzten Reihen ohne Schwierigkeiten? Es reicht, wenn ich in dem Ton weiterrede. Zweitens, ich sehe, es sind ein paar Leute nachgeschneit. Suchen Sie sich einen Platz, es lohnt sich, weil es wird ein bisschen dauern, die ganze Geschichte. Und Sie stehen sich die Beine in die Ohren, wenn Sie stehen. Machen Sie es einfach, sind noch genug Plätze frei. Sind herzlich eingeladen, das Sitzen zu verfolgen, die ganze Sache. Vielen Dank, lieber Herr Raue, für die bezaubernde... Bin ich jetzt zu laut oder etwas übersteuert oder so? Also gut, wenn das gut ist, dann ist es toll. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die liebevolle Einführung. Man hört von Ihnen ja nur Wunderdinge, unter anderem, dass er bunte Socken liebt, weswegen ich versucht habe, heute mit ihm in Competition zu treten, sonst trage ich normalerweise Anthrazitfarben. Ich will heute versuchen, Ihnen ein paar Hintergrundinformationen zum Fall Gurlitt zu geben. Das eine oder andere wird etwas staubig, es sind Zahlen. Ich möchte, dass Sie nachvollziehen können, was ich versuche zu sagen. Und Herr Raue sitzt neben mir, um mich einzubremsen, wenn es zu langweilig wird. Ich fange an mit dem, zu lang oder zu langatmig oder langweilig. Ich fange an mit den Zahlen, weil es gibt ja so eine Debatte, ob die Preise bei Kunst entscheidend sind oder nicht. Was ist diese Sammlung von Cornelius Gurlitt oder von Hildebrand Gurlitt wert? Es waren 1566 Kunstwerke in dieser Sammlung und es ist damals ja ein Preis genannt worden vom Focus über 1 Milliarde Euro. Und da war den meisten Leuten, die sich mit Kunst auskennen, von vornherein klar, das ist deutlich zu hoch gegriffen gewesen. Mittlerweile liegen Schätzungen vor. Sie müssen dabei im Hinterkopf haben, dass manche Bilder keine Provenienz haben, etwa 40% und damit unverkäuflich sind. Das heißt, man braucht da keinen Wert anzusetzen, weil die auf dem Markt heutzutage nicht handelbar wären, auch wenn man gar nicht weiß, ob sie Raubkunst sind oder nicht. Da muss man die Bilder abziehen, die sicher Raubkunst sind. Also der Matisse, den braucht man nicht mehr wertmäßig zur Sammlung zu rechnen. Dann kommen Sie am Ende auf irgendetwas zwischen 100 und 120 Millionen Euro bei 1566 Kunstwerken. Und natürlich gibt es viele Dinge, die Sie da nicht vorhersehen können. Ich erinnere an den Verkauf von dem Liebermann, Reiter am Strand. Da war der letzte Liebermann dieser Art relativ motivgleich verkauft worden für 350.000 Euro. Dann kam der aus der Sammlung Gurlitt, ein Restitutionsfall, auf den Markt und ging über 2 Millionen Euro, was das Bild sicherlich kunsthistorisch nicht hergegeben hat. Das war einfach nur die Geschichte, die dahinter steckt. Und wer immer sich das aufgehängt hat, hat sich mit diesen 2 Millionen Euro eben auch einen kleinen Gag nach dem Abendessen mit eingekauft, wo er seine Gäste dann zu dem Bild führt und sagt, schaut her, das ist von Gurlitt aus und so weiter. Die Bilder haben sich aufgeteilt, wenn man an diese Sammlung denkt oder wenn man das in Erinnerung hat, dann hat man so irgendwie eine museale, auf endlose Hallen verteilte Sammlung im Sinn. Das ist auch falsch. Es war ein winziger Raum in der Wohnung in Schwabing von Cornelius Gurlitt vollständig ausreichend, um alle 1566 Kunstwerke zu lagern. Und das liegt daran, dass von diesen 1566 Kunstwerken erstmal 1300 Papierarbeiten waren. Und wenn Sie die aufstapeln, dann kommen Sie auf den Stapel vom Teppich bis hier oben. Und es war ein Stahlschrank mit 6 Schubern und da waren die relativ ordentlich eingearbeitet in diesem kleinen Raum, den man die Sammlung nannte. Dann gab es 130 Ölbilder, die hatte er in 2 Reihen übereinander hochkant gestapelt. Es war so ein aus Dachlatten von einem Schreiner gezimmertes Regal. Und da waren diese ganzen Ölbilder nebeneinander gestanden. Dann waren es 60 Stück Kunsthandwerk, also japanische Schalen und irgendwelche ägyptischen Pharaonen, Skarabäen und lauter solche Geschichten. Und es waren 9 Statuen dazu, kleine Skulpturen und so. Es war also alles im Grunde genommen eine sehr überschaubare Sache.
Gurlitt hatte zwei Wohnorte. Er hatte in Salzburg ein Haus, ein kleines Häuschen, und er hatte die Wohnung seiner Mutter. Die war 68 gestorben in Schwabing und dies bewohnte er alternierend, hauptsächlich in Salzburg, und er kam so alle 4 Wochen für ein paar Tage nach München, um da nach dem Rechten zu sehen. Und wenn Sie die Sammlung jetzt aufteilen, dann haben Sie etwa 1300 Kunstwerke, die in München lagerten, ab 1960, dem Datum des Umzugs der Mutter. Und Sie haben etwa 350 Bilder, die in Salzburg lagerten. Und witzigerweise waren die kostbareren Bilder, also der Cézanne, der Monet, der Manet, die waren alle in Salzburg, sodass Sie, obwohl Sie ein Ungleichgewicht in der Anzahl haben, hier 1300, da 350, haben Sie fast das Gleiche am Wert. Das heißt, Sie hatten in Salzburg etwa 50 bis 60 Millionen Euro. Und sie hatten in München 50 bis 60 Millionen Euro. Und München war der Ort, wo die Staatsanwaltschaft zugegriffen hat. Das heißt, dieser Teil der Sammlung, diese 1300 Kunstwerke, waren im Februar, März 2012 beschlagnahmt worden. Das nur so für den Hinterkopf, weil wenn man das nicht genau im Kopf hat, dann bringt man das ein bisschen durcheinander. Der Cornelius Gurlitt hatte in der Schweiz ein Konto bei der UBS Bank. Und dieses Konto hatte er sich angelegt in einer Zeit in den 70er und 80er Jahren, in dem er mit rund 30 expressionistischen Blättern und einer Zeichnung von Degas bei Kornfeld in Bern gehandelt hatte. Und er hatte da gehandelt, weil er plante, von Salzburg nach Oberbayern umzuziehen und sich dort ein Baugrundstück zu kaufen und ein neues Haus zu bauen. Und um das zu finanzieren, hatte er ganz legal Blätter von seinem Vater bei Kornfeld angeboten, und das Geld, was er dort erlöste, hat er immer auf der Rückfahrt von Bern, er hat das in bar übernommen, hat er das in Zürich auf der Bank eingezahlt und erstaunlicherweise zum Großteil umgewandelt in Goldmünzen. Das heißt, er hatte keine Anlagen, so wie man sich das vorstellt, und er hatte somit auch nichts, was es zu versteuern galt, weil sie nur bei Anlagen, die Zinsen abwerfen, verpflichtet sind, die Erträge zu versteuern. Wenn sie irgendwo Goldmünzen lagern und wenn das aus einem Verkauf kommt, aus Privatbesitz, dann gibt es da nichts Steuerpflichtiges. Und insofern, das ist für den Hinterkopf sehr wichtig, war dieses Konto in der Schweiz überhaupt nichts Illegales oder Anrüchiges, weil er hatte das Konto nicht, um irgendwelche Gelder zu hinterziehen, zu verheimlichen oder um Erlöse, Zinserträge an der deutschen Steuer vorbeizuführen, sondern er hat es einfach nur da, kann nur mutmaßen, weil er einfach die Schweiz vermutlich für sicherer hielt oder weil ihm das sympathischer war, sein Geld in der Schweiz zu haben. Und da fuhr er einmal im Jahr hin und holte sich etwas Bargeld, das heißt, er verkaufte die Goldmünzen am Schalter, nahm sich das Bargeld mit und brachte es über die Grenze nach Deutschland. Völlig legal, wenn man sich an die Auflage des Zolls hält, dass man nicht über 10.000 Euro in bar bei einem Besuch aus der Schweiz nach Deutschland bringen darf. Und daran hat er sich gehalten. Und das ist der Beginn der Affäre Gurlitt. Ich fasse das nur schnell für Ihre Erinnerung zusammen. Es war der 22. September 2010, Cornelius Gurlitt war wieder in Zürich gewesen, er hatte 9.000 Euro mitgenommen, er fuhr zurück, kam zwei Zöllnern in die Hände, die filzen da die Züge regelmäßig, einfach auf der Suche nach deutschen Staatsbürgern, die aus ihren Bargeldbeständen irgendwas heimlich einführen. Dieser Zug wird auch der Schwarzgeldexpress genannt, einfach aus diesem Grund. Und da läuft der Cornelius Gurlitt den Zöllnern in die Hände und sie fangen an, ihn zu vernehmen und setzen ihn unter Druck. Und er legt ihnen diese 9.000 Euro vor. Er wird auch durchsucht auf der Zugtoilette. Und 9.000 Euro sind völlig legal. Das müssen Sie einfach im Hinterkopf haben. Er hatte nichts zu verbergen. Er hatte kein geheimes Konto in der Schweiz. Er hat keine Steuern hinterzogen. Es war ein völlig unbescholtener deutscher Staatsbürger, der in der Schweiz halt wohnte. Ein Auslandsdeutscher, wie man sagt. Und der lief diesen Zöllnern und die haben den unter Druck gesetzt. Der war alt. Cornelius Gurlitt war damals 78 Jahre alt. Der war körperlich schwer eingeschränkt. Der war herzkrank. Er war 78 bin ich auch, deswegen höre ich das. Ja. Also, vergessen Sie das, Cornelius Gurlitt war 79 Jahre alt. Er war herzkrank, das sind Sie nicht. Er war verwirrt, er war psychisch angegriffen, er fühlte sich verfolgt, er hatte einen Anflug von Paranoia.
Er war ein Messi. Seine beiden Wohnungen, sowohl in München wie in Salzburg, quollen vor Müll über. Es war also alles kein schöner Zustand mehr. Und die Zöllner haben irgendwie aufs Gas gedrückt und haben dem gesagt, ja, woher kommt das Geld? Jetzt erklären Sie sich mal. Das hätten sie nicht gedurft. Und ich vermute mal, Herr Rauer, wenn Sie es bei Ihnen versucht hätten, man hätte nichts herausgefunden. Sie hätten die Herren freundlich angelächelt und hätten gesagt, danke, es war nett, mit Ihnen zu reden. Setzen Sie sich wieder oder verschwinden Sie, wie auch immer. Gurlitt hat unter diesem Druck des Momentes, ohne irgendwas sich zu Schulden kommen lassen, wenn man so will, sich selber ans Messer geliefert, weil er nämlich gesagt hat zu den Zöllnern, die fragten, woher kommt das Geld? Dann hat er gesagt, ja, das kommt von meinem Vater. Der hat in der NS-Zeit als Kunsthändler, steht so im Protokoll des Zolls drin, der hat in der NS-Zeit als Kunsthändler mit Kornfeld in Bern, der war damals noch gar nicht da, das war Klippstein, glaube ich, oder Gute Kunst, wie auch immer, Geschäfte gemacht. Und da sind die aufmerksam geworden. Das hat die überhaupt erst auf die Spur gebracht. Und von da an ging das dann los, dann haben sie also recherchiert, dann sind sie im März zur Staatsanwaltschaft nach Augsburg, das ist Wirtschaftsstrafsachen für die Region Lindau. Dann hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren begonnen, das gipfelt in einem Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss, dann sind sie Ende Februar 2012 in seine Wohnung, dann haben sie die gesamte Sammlung dieser 1300 Kunstwerke, die sich dort befunden haben, beschlagnahmt. Dann haben sie 1,5 Jahre lang untersucht, daraufhin, ob sich unter diesen Bildern entartete Kunst in Anführungszeichen oder Raubkunst befindet. Dann wurden die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens an den Fokus durchgestochen. Fokus kam am 3. November 2013 mit der berühmten Schlagzeile der Nazi-Schatz wert über 1 Milliarde raus. Das Ganze gab einen irrsinnigen, weltweiten Wirbelsturm der medialen Aufmerksamkeit. Es wurde innerhalb von 1 Woche sehr schnell reagiert. Es wurde die Taskforce gegründet. Es wurden Gurlitts Bilder, zumindest etwa 465, ins Internet gepackt und die galten als stark verdächtig, Raubkunst zu sein. Dann hat die Taskforce, deren damalige Leiterin, Frau Dr. Berggruen-Merkel, ich auch herzlich hier begrüße, Respekt, dass Sie gekommen sind. Es wird sich bestimmt die Gelegenheit ergeben, dass wir ein bisschen unsere unterschiedlichen Auffassungen aneinander messen. Dann wurde auf jeden Fall die Sammlung von Cornelius Gurlitt untersucht. Die Taskforce hat im Januar 2016 ihre Arbeit beendet. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hat es fortgesetzt. Cornelius Gurlitt war schon am 6. Mai 2014 gestorben. Und da stehen wir heute. Es sind mittlerweile insgesamt 5 Bilder als eindeutig Raubkunst in der Sammlung Gurlitt festgestellt worden. Und von diesen 5 Bildern sind 4 bis heute restituiert worden, also an die ehemaligen Eigentümer zurückgegeben worden. Sie werden im Hinterkopf den Thomas Couture haben, ein Bild, was die Staatsministerin für Kultur vor 4 Wochen mit großem Aplomb hier in Berlin restituiert hat. Ich halte das nicht für Raubkunst, sondern für einen sehr voreiligen Akt. Und darüber werde ich am Ende noch mal reden. Weswegen ich sage, es sind bis jetzt 5 Bilder, die Raubkunst sind. Ich bin sehr sicher, das werden noch ein paar mehr werden. Es ist nicht so, dass die Sammlung völlig frei oder rein ist. Aber es wird nicht mehr als 1 Dutzend werden. Und damit liegt das in der Gesamtzahl unter 1%. Und ich kann nur sagen, und das ist das Fazit, was ich meinen Ausführungen voranstelle, dass rechtfertigt nicht im Ansatz all das, was wir im Umfeld der Sammlung Gurlitt erlebt haben, bis heute erlebt haben und erleben. Bevor ich auf die Sammlung Gurlitt selber eingehe, will ich nur ganz kurz zu Raubkunst ein paar Sachen sagen. Das eine ist, Raubkunst oder Kunstraub, das ist so ein bisschen das Steckenpferd der deutschen Feuilletons geworden. Also jetzt verdrängt langsam die Rückgabe von Kunst aus kolonialem Kontext die Raubkunst. Aber es ist etwas völlig Irreales mit dieser Raubkunst, denn Sie müssen sich vor Augen halten, Kunst, Bilder, Skulpturen von jüdischen Besitzern, die unter dem Druck der Verfolgung entzogen oder geraubt wurden, ist nur ein Bruchteil von dem, was Juden abgenommen wurde in der Zeit. Das waren Immobilien, es war Land- und forstwirtschaftliches Vermögen, es war Industriebeteiligung, Aktien, es waren Bankkonten, Autos, Pelze. Stellen Sie sich vor, ein Haus ist meistens mehr wert als ein Bild. Und wenn wir über Raub reden, und
Damals, auch vor allem damals. Wenn wir über Raub reden, dann muss man sich einfach vor Augen halten, dass diese Kunst nur ein Bruchteil von dem war. Und dass es für alles gilt und dass es ein bisschen absurd ist, mit welchem also emotionalen Aplomb die Leute sich der Raubkunst nähern, anstatt mal die Augen aufzumachen und sich zu fragen, was war da überhaupt los? Ich sage Ihnen nur ein Beispiel, Herr Steinmeier, der Bundespräsident, der wohnt privat in einem Haus, in einer wunderbaren Villa hier in Berlin, auch einer Villa, die dem Bund gehört natürlich. Und da stellt sich nun raus, die ist 33 von einem jüdischen Besitzer verkauft worden, der unter dem Druck der Umstände gesagt hat, ich habe hier keine Zukunft mehr. Der Mann ist 36 erschlagen worden von der Gestapo, also der hat tatsächlich einen Grund gehabt. Und wie reagiert das Bundespräsidialamt auf sowas? Das ist spannend zu verfolgen. Denn die sind sofort, also innerhalb von einem Tag, sagt die Presseabteilung, wir machen einen Drei-Punkte-Plan. Also erstens, wir holen uns eine Historikerkommission, die besten Leute untersuchen den ganzen Fall dieser Villa. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, die Ergebnisse werden in einer Broschüre veröffentlicht. Und dann der dritte Punkt, das ist überhaupt das deutsche Standardargument, wir machen eine Gedenkplakette. Und da sitzt du doch da und sagst, okay, Leute, spart euch das doch. Prüft doch einfach nur, ob dieses Haus eventuell tatsächlich ganz schnell an die Erben dieses ermordeten Juden zurückgegeben werden soll. Das muss ja nicht unbedingt sein. Kann ja auch sein, dass der das unter anderen Umständen verkauft hat. Das wäre zu prüfen. Das Interessante dabei ist, dass die Washingtoner Prinzipien, nach denen wir berichten, die gerade 20 Jahre alt ist, sich ausschließlich auf Kunst bezieht. Also man ist gar nicht auf die Idee gekommen zu sagen, es muss alles aus dieser Zeit restituiert werden, wie Häuser, wie Aktien. So. Sondern der Fokus ist eindeutig, das ist der Eingang zu der Washington Holocaust-Erklärung, dass es sich nur um Kunst handelt. Warum ist vielleicht nicht ganz richtig, was Sie sagen, würde ich jetzt nicht gerne diskutieren, weil wir gar nicht bleiben wollen. Also ich sehe das ein bisschen komplizierter, Herr Villa. Aber bleiben wir ja, bei dem Fall, wir haben ja schon genug mit dem Fall. Aber ich habe nicht gesagt, die Villa muss zurückgegeben werden. Ich habe nur gesagt, alles andere. Nein, ich habe gesagt, Sie sollen prüfen, ob Sie sie zurückgeben. Das ist das, was mich interessiert. Alles andere, Gedenkplaketten und so, das kann man sich sparen. Aber ob sie zurückgegeben werden muss, das ist dahingestellt. Das kann ich ja nicht beurteilen. Kommen wir zurück zu Gold. Also das Erste ist, es handelt sich nicht nur um Kunst, es handelt sich um einen echten Raubmord. Götz Ali, der Historiker, hat im Zusammenhang mit dem Holocaust nicht nur von einem Mord, sondern von einem Raubmord gesprochen. Zweitens, wenn man Raubkunst hört, hat man so im Hinterkopf das Bild der Gestapo mit ihren Stiefeln, die in eine Wohnung reingehen und irgendwo Bilder von der Wand reißen. Aber das hat es auch gegeben, aber der Großteil der Bilder sind in den ersten Jahren des Regimes unter ganz anderen Umständen abhanden gekommen, aber auch unter Druck. Ab der sogenannten Machtergreifung kam eine ganze Fülle an Gesetzen, die Juden ihre Rechte beraubt haben. Ich sage 7. April, Wiedereinführung des Berufsbeamtentums. Das heißt, Juden durften nicht mehr Beamte sein. Und dann durften sie keine Ärzte mehr sein. Zumindest durften sie keine sogenannten arischen Patienten mehr haben. Sie durften keine Rechtsanwälte mehr sein oder keine arischen Mandanten mehr haben. Was passiert denn, wenn sie keine Rücklagen haben? Wenn sie eine Familie haben, eine Frau, zwei Kinder, eine Wohnung, müssen die Miete zahlen. Und plötzlich bleiben ihnen die Kunden weg. Sie kriegen keine Aufträge mehr. Na, dann fangen sie irgendwann mal an, um Geld zu kriegen und gehen durch ihre Wohnung und nehmen sich ein Bild oder was immer sie haben und verkaufen es. Und das ist der Großteil. Häufig ohne das Geld zu kriegen. Das ist in den meisten Fällen dann als Reichsfluchtsteuer wieder verraten. Also der Staat zumindest in diesen ersten Jahren der sogenannten, nennt das die wilde Arisierung, hält sich da völlig raus und findet das gut, dass letztendlich den deutschen Volksgenossen die Möglichkeit gegeben wird, sich an dem etwas zu bereichern. Und da geht es ja nicht nur um Kunst, es geht auch um ein Bäckereigeschäft. Zwei Bäcker in einer Straße, einer gibt auf, du kannst den Laden aufkaufen, also das ist gut für dich. So läuft das die ganze Zeit. Der Staat selber in dieser frühen Phase, der profitiert nur dann, wenn Juden aus dem Land raus wollen. Dann schlägt der Staat mit der Reichsfluchtsteuer zu, dann wird ein Disagio über die Kontoverschiebung erhoben. Da werden die Menschen, die das Land verlassen, bis auf die Hosen ausgezogen. Bis zu 80-90% dessen, was sie versuchen, aus dem Land rauszukriegen, wird ihnen auf steuerlichem Weg wieder abgenommen.
Die Politik ändert sich ab 38, dann beginnt der Staat sich in die Arisierung einzumischen, beginnt Juden zu zwingen, ihre Unternehmen, auch da geht es wieder nicht um Kunst in erster Linie, sondern es geht eben um Unternehmen, es geht um Betriebe, es geht um Beteiligung, all diese Dinge, sie zu verkaufen, aber er zwingt sie auch, ihre Kunstwerke zu verkaufen. Er macht ihnen klare Auflagen, du musst es an diesen und jenen verkaufen, dann wird das auf Umwegen von den Finanzbehörden eingesackt. Und dann geht es weiter mit dem Kriegsausbruch. Polen, ab diesem Moment geht es eben auch so, dass einfach in die Häuser der Menschen, die geflohen sind oder die zumindest verhaftet werden, eingedrungen wird, dass geraubt wird. Dann beginnen die Deportationen und das ist pervers. Sobald ein deutscher Jude damals das Land verlässt, weil er deportiert wird, gilt er als expatriiert. Er ist also kein Deutscher mehr und man kann seinen gesamten Besitz beschlagnahmen. Dann geht man in die Wohnung rein und nimmt sich alles raus. Und das ist eben wieder nicht nur Bilder, es sind Klaviere, es sind Schränke, es sind Antiquitäten, es ist Porzellan, es ist Silber. Es ist unglaublich, was dort alles abhandengekommen ist. Am Ende in den Gaskammern, wenn die Menschen ermordet worden sind, dann zieht man sie raus und nimmt ihnen die Goldzähne. Das ist die Realität dieses Raubzugs. Und deswegen ist diese Fixierung auf Kunst ist ein bisschen pervers, weil sie den Blick verstellt für das, was eigentlich wirklich Sache ist. Und wenn Sie jetzt Hildebrand Gohle, den Vater, nehmen, ich mache das ganz kurz nur, und schauen sich an, die 5 Bilder, die wir heute kennen, die geraubt sind, die aus der Sammlung Gohle sind, wie sind die geraubt worden? Und da können Sie anfangen. Da gibt es diesen kleinen hübsches Stück von Spitzweg, so eine Klaviergeschichte aus dem Besitz von Henry Hinrichsen, ein Musikverleger aus Leipzig. Der war gezwungen worden zu verkaufen. Das heißt, er hatte die Auflage bekommen vom Propagandaministerium, Sie müssen Ihre Kunstsammlung, also diese und diese, diese Bilder, verkaufen. Er suchte jemand, wo er wenigstens einen angemessenen Preis bekam. Und Gurlitt konnte er vertrauen und wollte er vertrauen, weil er seinen Bruder kannte. Das war so eine persönliche Beziehung. Aber Hinrichsen war schon längst unter Sequester. Das heißt, das Finanzamt hatte das schon alles beschlagnahmt. Hinrichsen nennt einen Preis, den er haben möchte. Gurlitt handelt nicht, sondern zahlt ihm genau das, was er haben will, zahlt es auf ein Konto ein, was bereits von den Finanzbehörden beschlagnahmt ist. Hinrichsen bekommt sein Geld nicht. Hat jetzt der Gurlitt den bestohlen oder ist das der Staat, der den Hinrichsen unter Druck gesetzt hat? Das muss man sich schon mal genauer anschauen. Dann haben Sie die beiden Kinder Wolfson in Hamburg, verkaufen Menzelzeichnungen. Sie verkauft, weil sie außer Landes will, was sie auch geschafft hat, Gott sei Dank, und eben die Reichsfluchtsteuer zahlen muss. Er verkauft, weil das Reich ihm die Sühneleistung für den 9. November, für die Pogromnacht auferlegt hat. Das heißt, er muss ganz dringend zahlen, also muss er Kunstwerke nehmen und verkaufen. Der Staat zwingt diese Leute. Und die suchen dann einen Kunsthändler, der ihnen wenigstens das gibt, was sie wollen in dem Moment. Und dann können sie später schauen, dann haben sie den Liebermann. Der Liebermann kommt aus dem Besitz von Friedmann in Breslau, ist beschlagnahmt worden. Die Tochter Friedmann stirbt im Judenhaus in Breslau, die Tochter wird in Auschwitz ermordet. Dann wird der ganze Besitz von einem staatlich beeiligten Versteigerer versteigert. Dort kauft es dann ein Museumsdirektor aus Breslau und verkauft es weiter an Gohlitt. Wieder ist der Staat vorne dran, beschlagnahmt die Dinge, versteigert sie, ja. Und Sie müssen sich überlegen, was haben wir im Hinterkopf über Gurlitt? Einer der größten Kunsträuber der Nachkriegs- oder der Kriegsgeschichte. Das ist echt Quatsch. Auch in Paris, die beiden Bilder, Matisse und Pissarro, die wir kennen. Wer hat denn die gestohlen? Der Einsatzstab Rosenberg ist in die Wohnung rein oder in den Safe in Bordeaux rein. Und dort wurde das Zeug geklaut und dann haben die das genommen und an französische Kunsthändler herausgegeben als Tauschware, um für das Reich Altmeister einzutauschen. Das heißt also, sie haben Bilder wie Pissarro, der als Jude nicht mehr genehm war. Fürs Linzer Museum. Ne? Fürs Linzer unter anderem oder auch für Göring. Sie haben das Zeug einfach rausgetauscht. Und dann kam das in den Markt, verlor seine Identität. Natürlich hat kein Mensch gesagt, wir haben das vorgestern vom Einsatzstab geholt. Sondern die französischen Händler haben natürlich ihre Kunden betrogen. Man kauft das Gurlitt, den Matisse noch 1953. Jetzt haben Sie 5 Bilder bei Gurlitt. Und erinnern Sie sich mal an die Ausstellung, wer von Ihnen da drin war. Wo wird das denn thematisiert, dass der Staat am Anfang des Raubzugs steht? Da wird eine völlig irrsinnige Geschichte über einen Kunsthändler gemacht. Es hat Frank Bajor über die Enteignung in Hamburg ein Standardwerk geschrieben und er hat versucht, einmal die Typen der Arisierer einzuteilen. Und nichts anderes war auch Hildebrand Gohle, der Arisierte,
Bilder, die zu verkaufen waren auf dem Markt. Und da gibt es 40% der radikalen Arisierer, das sind die Schweine, das heißt, das sind die, die die Gestapo einspannen, um an ihr Ziel zu kommen, die das Geld nicht zahlen, die die Lage der Juden ausnutzen. Dann gibt es 40% an Menschen, an deutschen Mitbürgern damals, die einfach nur das Geschäft machen, die nehmen das mit, die versuchen sich halbwegs anständig zu verhalten. Und dann gibt es 20%, die versuchen wenigstens fair zu sein, die versuchen nicht zu handeln. Und alles, was ich über Golet gefunden habe und hier auf 12 Kapiteln ausbreite, zeigt eindeutig, Golet gehört zu diesen 20%. Der hat versucht, sich in einem mörderischen Geschehen halbwegs anständig zu verhalten. Mir ist das wirklich wichtig, das so zu betonen, weil das die ganze Perversion zeigt, wie man später aus Golet versucht hat, wirklich einen Oberkunsträuber zu stilisieren. Ich spreche jetzt immer noch nur vom Vater. Ich spreche vom Vater. Ja, damit es klar ist. Ja. Unser Golet hat nur geerbt, bekommen genommen. Also diese Kunsthändler, das ist natürlich der Vater. Und jetzt, und damit nähern wir uns mit großen Schritten dann dem Fall Golet selber. Noch ganz kurz, wie ist das gelaufen nach dem Krieg? Es musste ja rückabgewickelt werden. Die Deutschen haben keine große Lust gehabt. Es haben sich ja unendlich viele Menschen. Sie müssen sich überlegen, allein 60.000 Waggons mit Möbeln aus Frankreich sind gebracht worden, aus jüdischen Wohnungen, um in Deutschland Ausgebombten die Möglichkeit zu geben, sich wieder einzurichten. Das wollte man nicht zurückgeben. Dann haben die Amerikaner 1947 ein Militärgesetz erlassen, relativ streng, das die Beweislast umkehrte. Das sagte, wenn du nachweisen kannst, dass du verfolgt warst und du weißt, dass irgendwo etwas von dir ist, dann muss derjenige, der es hat, beweisen, dass er es legal erworben hat. Wenn er das nicht kann, muss er zurückgeben. Es war also ein gutes, ein faires Gesetz, was in der französischen und britischen Zone auch so übernommen wurde. Das Problem war, die Ausschlussfristen waren elend kurz, ein Jahr. Man hatte genau ein Jahr Zeit, in einer Zeit, in der es kein Internet gab, kein Telefon gab, schon gar keine, meistens keine Inventare, keine Catalogue raisonné, kein gar nichts gab, in der ein Großteil der Menschen ermordet waren, ganze Familienverbände. Ja, wie willst du denn wissen, was dein Großvater oder dein Großonkel bei sich in der Bude an Bildern hat hängen lassen? Und wer nicht anmeldete, und das ist der Schuh, der gerne übersehen wird, der war seiner gesamten Ansprüche ledig, weil im Überleitungsvertrag der Bundesregierung zur Gründung unseres Landes wurde das Militärregierungsgesetz 59 anerkannt, ausdrücklich anerkannt, und sämtliche Möglichkeiten, wer bis dahin nicht angemeldet hatte, sich zivilrechtlich die Herausgabe seines Besitzes zu erstreiten, ausgeschlossen, steht so wörtlich drin. Das heißt, es war vorbei, der Kars war gegessen. Und warum war das so? Weil sich die Gründerväter unseres Landes gesagt haben, wenn wir alles rückabwickeln, was Deutsche, und nochmal nicht nur die Kunst, sondern es geht eben auch um Autos oder um Pelze oder um Häuser, wenn wir alles rückabwickeln, bringen wir eine solche Unruhe in das Land, dass uns die Kraft fehlt, es wieder aufzubauen. Ich will da gar keinen Stab brechen. Ich will nur sagen, es war eine unglaublich schwierige Gemengelage für die Gründerväter unseres Landes, entweder ein Unrecht sauber aufzuarbeiten und damit aber den Wiederaufbau des Landes zu gefährden oder zu sagen, nein, wir lassen es damit beruhen. Und damit können Sie, wenn Sie sich das anschauen, es gibt dann nochmal ein Entschädigungsgesetz und ein Rückerstattungsgesetz, das alles 1956, geht es aber nur um Geld, Schadensersatz. Es geht nicht um die dingliche Rückgabe. Und irgendwie haben wir insgesamt zwischen 20% und 40% der Dinge, die geraubt wurden, tatsächlich zurückgegeben. Und der Rest ist bei den Arisierern verblieben. Arisierung hat sich gelohnt in dem Land. Das ist eine Realität. Das muss man einfach sich so vor Augen halten. Und damit war der ganze Kars gegessen. Sie haben jetzt dann hier und da die Möglichkeit, das führt Herr Rau Ihnen auch gerne nochmal sicherlich im Einzelnen erklären, nochmal zuzuschlagen. Aber irgendwann greift dann auch die Einrede der Verjährung nach 30 Jahren und dann ist die Sache tot. Da geht überhaupt nichts mehr. Also das heißt, es gibt einen Straftatbestand sowieso schon mal gar nicht. Also das heißt, wer immer von Ihnen Raubkunst zu Hause hat, braucht sich keine Sorgen machen. Es gibt keinen, Sie sind nicht, Sie haben nichts, was man Ihnen vorwerfen kann. Und es gibt nicht mal eine zivilrechtliche Möglichkeit, das bei Ihnen herauszuklagen. Das heißt, Sie können es auch an der Wand hängen lassen. Was schwierig wird, ist es zu verkaufen. Das will der Handel nicht mehr machen, aber behalten, es kann Ihnen nichts passieren. Behalten Sie das im Hinterkopf, wenn wir gleich über Golet sprechen. Weil es gab keine Rechtsgrundlage, nach der man diesen Mann hätte verfolgen können. Das macht die Sache so fatal. Und dann kommt die Washingtoner Konferenz 1998 und da hat auf Initiative
der Jewish Claims Conference, der Jewish World Congress, des amerikanischen Außenministeriums, treffen sich 33 Länder, die mehr oder weniger mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatten und mit dem Raub auch von Juden, nochmal in Washington und überlegen sich, was können wir eigentlich tun jetzt, 1998, Jahrzehnte nach Kriegsende, haben wir eine Möglichkeit, nochmal Ordnung reinzubringen, nochmal irgendwo unseren guten Willen zu zeigen, die Sache, die nie richtig abgeschlossen wurde, vom Kopf auf die Füße zu stellen. Es ging gar nicht nur um Kunst, es ging um Versicherungspolicen. Noch kürzer machen. So, jetzt. Und das Ergebnis der Washingtoner Konferenz ist, dass die alle sagen, ja, wir wollen es noch einmal versuchen. Und die Österreicher machen innerhalb von 3 Tagen nach der Washingtoner Konferenz ein Gesetz. Dieses Gesetz besagt, wenn du in Staatsbesitz ein Raubkunstbild hast, muss es rausgegeben werden. Ganz falsch. Was sagen die Österreicher? Genau, also, um es ganz kurz zu sagen, mit der Washington-Erklärung verpflichten sich alle Länder, die es unterzeichnet haben, auch die Bundesrepublik Deutschland, geraubte Kunst, durch die Nazis beschlagnahmte Kunst zu restituieren und dafür, wenn es einen solchen Fall gibt, einen Ausgleich zu suchen, der just and fair ist. Das wird ja 100-mal zitiert. Es gibt, die Bundesrepublik Deutschland hat sich dem angeschlossen und sich verpflichtet, Raubkunst, ich verkürze es etwas, zurückzugeben. Das geschieht auch ununterbrochen. Nun haben die Österreicher ein Gesetz gemacht und Herr Lauder rennt durch die Gegend und sagt, das ist doch alles in Ordnung. Was steht aber in dem Gesetz? Da steht drin, dass die Museen berechtigt sind, oder die Länder, der Bund und die Länder, nicht die Kommunen interessanterweise, berechtigt sind, Raubkunst zurückzugeben. Dahinter steht der Rechtsstaatsgedanke, man darf ja eigentlich nichts verschenken. Und dann kommt der entscheidende Satz, eine verbindliche Verpflichtung zur Rückgabe besteht nicht. Und das ist etwas, was Herr Lauder bis heute nicht gelesen hat. Das ist ein sehr österreichisches Gesetz. Man sagt, ja, das darf man schon zurückgeben, gell, aber man muss nicht. Und die ganze Adel-Diskussion, die Sie ja mitbekommen haben, die hat ja ihren Knick da drin, dass die Österreich zurückgeben durfte, aber nicht wollte. Das ist ja zwischendurch, jetzt bleiben wir Aber zurück zu Deutschland. Also wenn wir in Österreich ein Gesetz haben, was unvollkommen ist, hatten wir in Deutschland erstmal ein Jahr gar nichts. Und nach einem Jahr gab es dann etwas, was wieder mit großem Applaus, wie bei Steinmeier angekündigt wurde, nämlich die freiwillige Selbstverpflichtung. Und eine freiwillige Selbstverpflichtung ist nichts. Es ist keine gesetzliche verpflichtende Maßnahme, sondern es ist vollkommen auf den Akt der Freiwilligkeit und das auch nur bei Museen und staatlichen Sammlungen und nicht bei privaten Sammlungen. Und demzufolge ist auch zunächst mal gar nichts passiert. Das ist wichtig für Gurlitt. 2015 im Februar kommt Ansgar Hebeling, damals im Kulturausschuss des Bundestages, und zieht eine erste Bilanz. 2015. Was ist seit 98 passiert in Deutschland? Er sagt, von allen Museen, die wir haben, sind über 6000 Stück, kommen 60% dafür in Frage, dass sie Raubkunst haben. Und von diesen 60% hatten im Februar 2015 gerade mal 10% angefangen, proaktiv nach Raubkunst zu suchen. Das heißt, deutlich zu wenig. Es war im Grunde nichts passiert, außer eben bei einigen Museen, wo Leute in Köln oder in München oder in Hamburg durch starke Eigeninitiative wirklich was bewegt haben. Es wäre unfair, das denen absprechen zu wollen. In toto war nichts passiert. Das ist sehr wichtig für den Fall Gurlitt, weil das erklärt, warum die alle so unruhig wurden, als die Sache nach oben kochte. Und dann darf ich jetzt auf Gurlitt kommen. Ich habe mich bemüht, es schnell zu machen. Viertelstunde habe ich noch. Zunächst einmal, wie ich Ihnen sagte, es gab keine Rechtsgrundlage. Das muss den Zöllnern und Zollfahndern noch gar nicht klar gewesen sein. Aber als die Zöllner und die Zollfahnder von Lindau im März 2011 zur Staatsanwaltschaft nach Augsburg gingen, dem Staatsanwalt muss das klar gewesen sein, dass es keine Rechtsgrundlage, schon gar nicht zur Suche nach entarteter Kunst, in Anführungszeichen, aber auch nicht nach Raubkunst gibt. Was hat er getan? Und deswegen habe ich Ihnen vorhin so ausführlich erzählt, was man eigentlich bei dem Mann festgestellt hat. Die haben etwas konstruiert. Sie haben gesagt, ja, der Gurlitt, der bringt ja Bilder aus der Schweiz nach Deutschland, um sie hier zu verkaufen. Es muss Ihnen völlig klar sein, nachdem was ich Ihnen erzählt habe, dass das Irrsinn ist. Der hatte Geld geholt von seinem Konto in der Schweiz. Das gibt ja maximal nach der Logik her, der hat vielleicht Bilder aus Deutschland in die Schweiz gebracht, da verkauft, da ein Geld gebunkert und holt es sich zurück.
Was man aber daraus machen konnte, war, wenn man behauptete, er habe Bilder aus der Schweiz nach Deutschland eingeführt, dafür gab es nicht einen einzigen Hinweis. Und ein Staatsanwalt hat zwar einen relativ breiten Ermessensspielraum, aber ohne Beweis kann er so ein Strafermittlungsverfahren nicht einfach beginnen. Und Sie haben gesagt, naja, der hat die Einfuhrumsatzsteuer hinterzogen. Das heißt, wenn er Bilder aus der Schweiz, aus dem außereuropäischen Ausland nach Deutschland einführt, muss er bei der Einfuhr 7%, ähnlich wie die Mehrwertsteuer, abgeben. Wenn er das nicht tut, hinterzieht er Steuer und deswegen begann gegen Cornelius Gurlitt ein konstruiertes Steuerstrafverfahren. Ja? Das aber eigentlich nur einem einzigen Ziel diente, nämlich herauszufinden, hat der Mann Raubkunst oder möglicherweise entartete Kunst in seiner Sammlung. Das muss man sich einfach vorstellen, das ist einfach glatt widerrechtlich. Und das, was die Augsburger Untersuchungsrichterin machte, nämlich einen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss zu erlassen, auf der Basis der Behauptung, Cornelius Gurlitt habe Einfuhrumsatzsteuer hinterzogen, das ist krass, das ist Rechtsbeugung. Das ist ein richtiger Justizskandal, der da gelaufen ist. Es gibt keine Rechtsgrundlage. Dann gehen die im Februar in seine Wohnung rein. Der alte Mann, der zurückgezogen gelebt hatte, wie ich Ihnen sagte, paranoid war, messy war, körperlich, seelisch angegriffen war, und räumen ihm eine Sammlung 1300 Bilder im Wert von 50 bis 60 Millionen Euro aus der Wohnung. Das ist auch noch krass unverhältnismäßig. Verheimlicht das 1,5 Jahre. Die wollten auch in Salzburg in sein Haus parallel. Dann haben sie dem nach Salzburg an die Staatsanwaltschaft ein Amtshilfeersuchen geschickt. Die österreichische Staatsanwältin hat sich das angeschaut. Nach 2 Monaten hat sie geantwortet und gesagt, meine Herren, bitte, wegen sowas durchsuchen wir keine Häuser in Österreich. Das ist eine anständige Maßnahme. Und in Deutschland wurde knüppeldick, da nehmen die dem seine 1300 Bilder weg. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, 1,5 Jahre wird heimlich untersucht. Zum einen, ob es Raubkunst in der Sammlung hat, zum anderen aber auch, das ist Irrsinn, ob es in Anführungszeichen entartete Kunst in der Sammlung hat. Hallo? Es gibt keine Rechtsgrundlage. Das Gesetz über die Einziehung der entarteten Kunst ist niemals rückgängig gemacht worden. Jetzt vor kurzem. Aber das ist kein... Die sitzen hier in Berlin zusammen, auch Maike Hoffmann, die ich eigentlich wahnsinnig schätze, und überlegen sich, wie können wir dem Gurlitt irgendwie irgendwas unterschieben. Dann überlegen die, sagen, ja, der Vater, der hat doch da mit dieser entarteten Kunst gehandelt, das war doch damals verboten. Das müsste ich mal vorstellen, jetzt wollen die da NS-Unrecht zur Grundlage nehmen dafür, dass man den Gurlitt heute enteignet. Entschuldigung. Wobei ich nur ganz schnell zur entarteten Kunst sagen will, das geht immer durcheinander. Entartete Kunst ist immer Anführungszeichen. Das war eine Aktion der Nazis ausschließlich in den öffentlichen Museen. Man konnte als Privatmann sogenannte entartete Kunst kaufen, die berühmte Straßenszene Kirchner, die Potsdamer Straßenszene, die restituiert worden ist, hat ein Deutscher gekauft, ganz offiziell. Und das ist auch der Grund, warum das Gesetz nicht aufgehoben worden ist. Und die Alliierten, vor allem die Amerikaner, haben alle Nazi-Gesetze aufgehoben, nur dieses nicht, weil sie gesagt haben, in Amerika sind so viele Arbeiten, die aus den entarteten Kunstaktionen kommen, dass wir das nicht rückgängig machen wollen. Das ist recht so. Und der Staat hat sich ja mit der entarteten Kunstaktion selbst enteignet. Der Staat nimmt aus den staatlichen Museen die Bilder von Pechstein und Gross und Dix und wie sie alle heißen, um sie zu verschleudern. Selbst also wenn in der Sammlung Gurlitt entartete Kunst, Sie hören in Anführungszeichen, drin war, dann ist das vollkommen legal, das konnte jeder kaufen. Die entartete Kunst ist in Auktionen, in mehreren Auktionen in Deutschland, nicht nur in Berlin, in Berlin, in Düsseldorf verkauft worden und jeder Deutsche konnte das kaufen. Vielleicht gab es mal einen Nazi, der sagt, er hat diese scheußliche Kunst da drin, aber rechtlich war das zulässig und das macht die Beschlagnahme so skandalös, immer wieder auf die entartete Kunst hinzuweisen, ist eine Verdummung, weil der Besitz von entarteter Kunst zulässig ist. Jetzt haben Sie 5 Minuten mehr. Das war aber auch sehr hilfreich, weil Sie müssen sich einfach vorstellen, hier in Berlin, da sitzen Sie beim Bundesamt für Zentrale für offene Vermögensfragen, Zentrale Dienste der offenen Vermögensfragen, fabelhafter Mann, Harald Schmidt heißt der, glaube ich, oder Schmidt ist ein Jurist, der sich seit Jahrzehnten nur damit beschäftigt. Und der sitzt zusammen mit Maike Hoffmann und dem Staatsanwalt und die überlegen sich, wie können wir dem Gurlitt Cornelius aus dem Besitz von entarteter Kunst einen Strick drehen.
Also ich meine, das ist ein Tollhaus, was sich da abgespielt hat. Und die Zöllner, jetzt kommt der nächste Akt in diesem Irrenhaus, waren so stolz auf ihr Ergebnis. Die dachten, sie haben einen Mann von der Mafia an der Angel. Sie lachen. Es gab im August 2013 in Oberbayern, in einem kleinen See, ein Treffen der leitenden Staatsanwaltschaften aus Bayern, der leitenden Kripo-Kommissare. Thema war OK, organisierte Kriminalität. Es ging also wirklich um Mafia. Was war der Hauptprogrammpunkt? Maike Hoffmann war eingeflogen worden aus Berlin und zeigte Fotos aus der Sammlung Gurlitt, diesen versammelten Leuten da. Und die Zöllner waren so hype, dass sie gesagt haben, das nutzen wir jetzt mal, diesen Erfolg, dass wir diesen Mafia-Händler, der da mit geraubter Kunst handelt, das verkaufen wir jetzt an die Presse. Dann haben sie das dem Fokus angeboten, im Gegenzug für positive Berichterstattung. Und tatsächlich, wenn Sie sich das anschauen, ist das eine einzige Lobpreisung der Zollfahnder, das Ganze. Es gab auch einen Prozess hinterher, in dem diese ganze Sache aufgearbeitet wird. Und ganz am Ende reicht es zwar nicht für eine Verurteilung, aber wer die Prozessakten aufmerksam liest, wie ich das getan habe, der kann ganz klar sagen, der Zoll hat Ermittlungsergebnisse oder Hintergründe aus dem Ermittlungsverfahren an den Fokus exklusiv abgegeben, im Gegenzug für eine positive Berichterstattung. Und am 3. November erscheint der Fokus, erstmal elektronisch, am nächsten Tag dann am Kiosk gedruckt, am 4. November, Titel Nazischatz. Und wenn Sie den aufschlagen, im dritten Absatz steht der volle Name, Rolf Nikolaus Cornelius Gurlitt, Foto von seinem Haus, Foto von seinem Klingelschild. Ich als Münchner habe genau eine halbe Stunde gebraucht mit Google Earth, um zu wissen, dass der Mann am Arthur-Kutscher-Platz lebt. Und so wie ich das gemacht habe, haben das hunderte andere Journalisten auch gemacht. Er hat so ein kleines schwarzes Quartheftchen gehabt, so eine Art Kalender. Da hat er immer nur ein einziges Wort pro Tag. Das war sein Diarium. Abgebildet. Ja. Und dann schreibt er an dem Tag, an dem Sonntag rein, Klingelterror. Weil die ersten Leute hier unten standen, Journalisten, und wollten ran. Am nächsten Tag wieder Klingelterror. Mittwoch, Dienstag, Klingelterror. Am Donnerstag dann erwischen sie ihn. Zwei Kollegen vom Paris Match sind im Haus von Cornelius Gurlitt, sehen einen alten Mann laufen, denken sich, das könnte er sein. Gurlitt war so erschöpft körperlich, dass der nur 5 Meter laufen konnte. Dann musste der auf seinem Trolley ausfahren, hat erstmal durchgepustet, dann ging er wieder weiter. Und dann brauchte er ein Taxi vom Arthur-Kutscher-Platz zum Hertie, das sind 200 Meter. Die Kollegen vom Paris-Match hinterher und mit einer Tüte unten in der Lebensmittelabteilung haben sie ihn abgeschossen. Da, wo er seinen Toast und seinen Sankist und sein geliebtes Hühnerfrikassee auf die Kasse legt. Das war Donnerstag. Paris-Match erscheint am Montag. Jetzt haben die sich gesagt, wenn wir nicht schnell reagieren, dann schießen andere den vielleicht ab. Dann war der am Nachmittag im Internet. Das Foto von Cornelius Gurlitt, eines komplett Unschuldigen, eines psychisch und physisch schwerkranken Menschen, wurde weltweit millionenfach veröffentlicht. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Mit vollem Namen. Das ist Irrsinn. Also wenn Sie sich den Pressekodex durchlesen und die Hinweise, die Kollegen und mir gegeben werden, wie wir umgehen sollen in so einem Fall, wie wir die Unschuldsvermutung achten sollen, dass wir besondere Rücksicht nehmen sollen auf Menschen, die krank sind. Jeder Terrorist, der heute mutmaßliche Terrorist, der heute abgebildet wird, gepixelt. Du darfst also selbst die Angeklagten im Gerichtssaal darfst du nicht erkennbar fotografieren. Und dieser Mann wird im 80. Lebensjahr auf diese Weise veröffentlicht. Das ist schon scharf. Und warum ging das dann? Naja, das passiert ja immer wieder, dass Dinge veröffentlicht werden, die unzulässig sind. Normalerweise klagen die Leute dagegen, kriegen Schmerzensgeld dafür, Unterlassungsansprüche. Das ist ja für Anwälte ein herrliches Dorado. Aber dass der arme Gurlitt, der eine Schreibmaschine hatte und schriftlich seine Hotels bestellte, wenn er irgendwo übernachtete, der konnte das einfach nicht. Und das wusste natürlich Focus und alle, die das veröffentlicht haben, der wird sich schon nicht wehren, der Eudemon. Ja, es ist leider so. Und dann hat er sich zurückgezogen. Der hat das nicht mehr ausgehalten, den Klingelterror, dieses Ständige, der sagte, der ist im falschen Film. Wenn der auf die Straße ging, dann war ein Blitzlichtgewitter. Der hat dann mal gesagt, er ist doch nicht Boris Becker, was wollen die Leute von mir? Und er hat sich in sein Bett gelegt. Er hat sich Tramal, das ist ein Beruhigungsmittel und Schmerzmittel, reingeschoben, und zwar nicht zu knapp, Wattebausch in die Ohren
Und dann sieht man an seinem Kalender, die Einträge hören auf. Der hat sich einfach hingelegt. Dem ist das über den Kopf gewachsen. Er wollte Schluss machen. Er wollte nicht mehr aufstehen. Dann hat er einen Arztbesuch versäumt und sein Schwager, mit dem er keinen engen Kontakt hatte, aber so, wurde von dem Arzt kontaktiert. Und der Arzt hat dann den Schwager, es ging dann so hin und her, und dann wurde entschlossen, wir holen den raus. Und dann kam zum zweiten Mal die Feuerwehr und brach die Wohnung auf und holte Herrn Gurlitt aus seinem Bett. Dass er sichtbar seit anderthalb Wochen nicht mehr verlassen hatte, für gar nichts mehr. Ja? Der hatte sich hingelegt, um zu sterben. Und dann haben sie ihn nach Ludwigsburg gebracht, ins Krankenhaus. Und nun kommen wir auf die Frage, wie hat der Staat reagiert in dem Moment? Denn vergessen Sie nicht, ich hatte Ihnen gesagt, nach der Washingtoner Konferenz bis 2013 war so gut wie nichts geschehen. Ja, wir hatten unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Die ganze Sache, die ganze Untersuchung von Cornelius Gurlitt war komplett rechtswidrig. Das war den zuständigen Leuten natürlich auch völlig bewusst. Und sie hatten einen weltweiten Empörungssturm. Israel, London, das amerikanische Außenministerium. Ich erinnere Sie daran, Guido Westerwelle, seligen Angedenkens, war auf Staatsbesuch in Indien und hat am zweiten oder dritten Tag der Gurlitt-Affäre sich zu Wort gemeldet, von Indien aus, und sagt, Kinder, seid vorsichtig, dass ihr nicht allen Kredit zerstört, den wir Deutschen in unsere Wiederaufarbeitung und in unseren Umgang mit der Vergangenheit in den letzten Jahren uns erarbeitet haben. Es war also Feuer am Dach. Und in diesem Moment treffen zwei Männer aufeinander, die skrupellos agieren. Es sind zwei Amtschefs, leitende Beamte. Der eine heißt Walter Schön. Er war Amtschef des Justizministeriums in Bayern. Er ist also ein leitender Beamter. Der war vorher 10 Jahre lang bei Edmund Stoiber Büroleiter gewesen. Der galt in Bayern als der mächtigste Beamte, den wir gehabt haben, wurde genannt der kleine Rasputin, weil der ließ auch schon mal den Zug auf dem Weg nach Berchtesgaden mitten auf der Strecke halten, damit er zu Fuß nach Hause konnte in seinen kleinen Ort. Das war also ein Mann, der war zwar Beamter, aber der war ganz nah an der Politik dran. Das war also ein Macher, der sich auch selber für einen Macher hielt. Und warum der so stark war, ist ganz klar, weil sein Vorgesetzter, der Justizminister Bausback, Professor Winfried Bausback, der war erst seit 2,5 Monaten überhaupt im Amt und die Vorgängerin Beate Merk war weg. Das heißt, er hatte einen Minister, der sich mit der Sache nicht wirklich auskannte, und er war Amtschef und erfahrener Mann. Und die gleiche Situation haben Sie hier in Berlin im Staatsministerium für Kultur. Da war damals noch im November der Staatsminister Neumann, der aber schon krank war, der schon retiriert war, der hatte schon gesagt, ich bin im Dezember weg. Frau Grüters stand in den Startlöchern. Und in diesem Moment wurde damals der Amtschef des Staatsministeriums für Kultur, Günter Wienands, die treibende Kraft. Und auch dieser Mann, genau wie Schön, der war 8 oder 9 Jahre in den 90er Jahren Protokollführer bei Helmut Kohl gewesen, also auch so ein kleiner König für sich, ein politischer Beamter, letztendlich einer, der es gewohnt war, Probleme auch politisch zu lösen und dabei auch mal 5 gerade sein zu lassen. Und diese beiden Männer, Wienands und Schön, mit einer Reihe von anderen Beamten, setzen sich am Freitag, nachdem der Fokus rausgekommen ist, in München im Justizministerium zusammen und überlegen einen 4-Punkte-Plan, der getragen ist davon, dass er nicht auf Recht und Gesetz fußt. Erstens, wir gründen eine Taskforce. Und es ist völlig klar, wenn Sie eine Ermittlung haben, die rechtswidrig ist, kann eine Taskforce nicht im Einklang mit dem Recht stehen. Auf welcher Rechtsgrundlage maßt der Staat sich an, die Sammlung Gurlitt nach was zu durchsuchen? Die FDP, der Abgeordnete Ebbing, hat eine erste Fragerunde an die Bundesregierung im Bundestag gestellt und hat genau nach diesen Sachen gefragt. Und keine der Antworten der Bundesregierung war auch nur im Ansatz befriedigend, sondern es ist im Grunde genommen das Eingeständnis, wir haben hier etwas gegründet aus heiterem Himmel, als Show, als Ablenkung, nicht um wirklich die Sammlung zu durchsuchen, das hätten wir gar nicht gedurft. Die gleiche Frage. Mit welchem Recht wurden 460 Bilder von Cornelius Gurlitt im Internet veröffentlicht? Das müssen Sie sich einfach mal vorstellen. Ihnen wird rechtswidrig eine Sache abgenommen, die können Sie am nächsten Tag im Internet. Sie sind Anwalt, Herr Rauhe. Es geht nicht. Es geht.
dann wird die Öffentlichkeit massiv in die Irre geführt. Was waren die vier Punkte? Ich bin mit meinem dritten. Ach so. Also der erste ist Gründung der Taskforce, rechtswidrig. Der zweite ist Veröffentlichung im Internet. Der dritte ist Irreführung der Öffentlichkeit. Wir haben zu diesem Zeitpunkt im November 2013 ein einziges Gutachten von Maike Hoffmann, die Sammlung nach Raubkunst kursorisch durchsucht hat. Und sie sagt, da sind 20 Bilder in diesen 1500 Bildern. 20 Bilder sind verdächtig. Da gibt es einen Verdacht, da muss man genauer hinschauen. Und was wird der Öffentlichkeit erzählt? 590 Bilder seien dringend verdächtig. Und die kannten das Gutachten von... Wir haben ganz deutlich gesagt, bei diesen Bildern ist nicht auszuschließen, dass es sich um Raubkunst handeln könnte. Muss ich Sie enttäuschen, steht im Internet, es ist nachzulesen. Es tut mir leid, Frau Dr. Berggruen-Merkel, wir können die Wirklichkeit nicht abändern. Sie haben geschrieben, 590 Bilder, sagt die Staatsanwaltschaft Augsburg, sind verdächtig. Und Sie hatten keine Grundlage für diese Verdächtigung. Das ist der Punkt. Ihr habt eben nicht geschrieben, die könnten Raubkunst sein. Schön wäre es, wenn es so gewesen wäre. Müsste ich mein Buch nicht schreiben. Bleiben wir fair. Mit der Beschlagnahme hat Frau Berggruen-Merkel gar nichts zu tun. Also ich bin nicht für die Beschlagnahme zuständig, ich habe sie informiert. Ich wurde gebeten, anhand der ganzen Situation, die sie war, mitzuhelfen, herauszubekommen, wie die Provenienz dieser Kunstwerke war. Nicht um aufzuschnitt oder sonst was, sondern um die Herkunft dieser Bilder zu klären. Und das, lieber Herr René, war auch im Sinne von Herrn Durlin. Denn nur wenn wir klären konnten, dass die Bilder keine Aufkunft waren, war es wieder wertvoll von der Auswertung gehandelt. Das hat mir vorher selber gesagt. Aber was Sie jetzt also verstellen an Emotionen und dergleichen, war so nicht der Fall. Frau Berggruen-Merkel, ich habe nur eine Frage. Wie kommt es denn zu dieser obskuren Zahl, 590 haben Raubverdacht? Es gab die Erklärung von der sehr klugen Maike Hoffmann, die jeder hier schätzt, die sagt bis zu 20. Das ist angesichts von 1200 Werken ja schon hellsichtig. Und da taucht diese Zahl von 590, ich habe genau gelesen, was Remi in seinem Buch dazu geschrieben hat. Wie kommt es denn zu der Zahl? Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, außer dass sie höher ist als 20. Richtig. So weit kann ich auch noch zählen. Nein. Frau Hoffmann, der Name wurde genannt, war gebeten worden von der Staatsanwaltschaft, erstmal ein Inventar zu machen, was das für Bilder seien. Das hat die Staatsanwaltschaft mit der Frau Hoffmann ausgemacht. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Expertin erbeten, die sich damit auskennt. Sie ist den Bestand, den sie vorgefunden hat, durchgegangen und hat alles, was entartete Kunst war und vor 1933 in die Museen kam, erstmal als unmöglich Raubkunst weggestrichen. Und andere Dinge auch. Zum Beispiel, nicht Raubkunst kann sein, allem Gefühl nach, all die Kunstwerke, die aus der Familie stammten, von Cornelia Gullit oder von... Nach 45 entstanden ist, das gab es ja auch. Ja. Und so kam dann die Zahl. Der Punkt ist doch, sie hat doch gar kein Recht, um rauszuholen. Entschuldigung. Darf ich, liebe Freunde, darf ich, Moment, ich wollte ganz kurz. Liebe Freunde, lass uns das. Darf ich dazu auch eines sagen? Bevor wir in die. Nein. Wir wollen auch gleich in eine. Meine liebe Freunde, lassen Sie uns.
Es war, ich hab, darf ich dazu Frau Berkin sagen? Merkel, habe ich auch an Sie eine Bitte. Ich bin dafür, dass wir das jetzt hier zu Ende hören und dass wir dann Ihnen die Möglichkeit geben und dann nicht durcheinander sprechen, sondern diskutieren. Wir sollten das so aggressionsfrei wie möglich tun, denn keiner hat hier sozusagen bösartig, möglicherweise aber so gehandelt, dass wir es nicht nachvollziehen können. Vielleicht auch, dass Sie nachher mal Stellung nehmen, welche Rechtsgrundlage eine solche Taskforce haben kann. Das hat mir bis heute nicht eingeleuchtet. Wenn jemand käme in Taskforce und sagt, aus meinen Bildern wollen Sie mal schauen, welche ich bezahlt habe und welche, für welche ich die Steuern bezahlt habe, dann finde ich es auch merkwürdig. Aber können wir vielleicht... Ja, so also erstmal, ich finde es fabelhaft, dass Sie da sind. Wir ja, sind toll. Wirklich völlig anderer Meinung, aber ich finde es großartig und ich bin gespannt, was wir hinterher noch alles rausfinden. Ich bringe mal meine Sache jetzt zu Ende erstmal. Also ich hatte Ihnen gesagt, ich bin der Meinung, die Gründung der Taskforce war rechtswidrig. Frau Dr. Merkel, Merkel sieht das anders, wir werden das vertiefen. Ja, ja, ich wiederhole jetzt. Zweitens, das Veröffentlichen von Bildern von Cornelius Gold im Internet war grob rechtswidrig. Drittens, die Behauptung, 590 Bilder seien verdächtig, war nicht fundiert. Es waren 20 Bilder verdächtigt und damit wurde die Öffentlichkeit straight in die Irre geführt. Und jetzt kommen wir auf Punkt 4. Es war den Herren völlig klar, wenn Cornelius Gurlitt, der zu dem Zeitpunkt nicht gefragt worden war, der sein Einverständnis nicht gegeben hat, ja, es gibt im April 2014 dann, nach Verhandlungen mit dem Betreuer, gibt es ein Agreement, wo rückwirkend zu diesen ganzen Dingen das Einverständnis eingeholt wurde. Aber zu dem Zeitpunkt ist das alles gegen den ausdrücklichen Willen von Gurlitt geschehen. Und man wusste, wenn der jetzt einen Anwalt einsetzt, was passiert denn dann? Dann kann es ganz schnell gehen, dass die Beschlagnahmung aufgehoben wird, dass die ganze Arbeit der Taskforce, diese ganzen Sachen sich auflösen in Luft. Und wie hätte dann Deutschland in der Öffentlichkeit dargestanden? Was war der Punkt 4? Ich hab's nicht verstanden. Auf den komme ich jetzt. Und um hier zu reagieren, der Erste, der das rausgefunden hat, das war der Fokus, die damals einen direkten Zugang zu den Zollfahndern hatten, haben die beschlossen, es gibt eine ganze Unterlage, einen Vorgang, unter Mitwirkung von Schön und Wienands. Die haben gesagt, ja, jetzt müssen wir uns irgendwie die Deutungshoheit über diese Sammlung sichern und haben dann beschlossen, wir können dem Gurlitt anbieten, Straffreiheit gegen Überlassung der Sammlung. Das ist der Anfang gewesen dieser Planung. Und dann hieß es, wir suchen jetzt jemanden, der Kontakt zu Gurlitt aufnehmen kann, um ihm das nahezubringen. Können Sie alles auch nachlesen, belegt hier in meinem Buch und auch unter anderem im Fokus. Und derjenige, der Kontakt aufnehmen sollte zu Gurlitt, war Frau Dr. Berggruen-Merkel, die tatsächlich am 21. Dezember 2013 im Krankenhaus in Ludwigsburg am Krankenbett von Cornelius Gurlitt auftauchte. Der war am Tag davor aus der Intensivstation entlassen worden. Es war kein Anwalt dabei. Das heißt, Frau Dr. Berggruen-Merkel kommt offiziell als Vertreterin der Bundesregierung, als Vertreterin der Bayerischen Staatsregierung und als Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Und der Mann, der gerade aus der Intensivstation kommt, der sowieso schon verwirrt ist, hat niemand an seiner Seite, der seine Rechte wahrnimmt. Und dann, Frau Dr. Berggruen-Merkel, Sie können das alles gleich nochmal interpretieren oder auch aus Ihrer Sicht sagen. Aber das, was da passiert ist, Sie haben einen Brief hinterlassen am Bett von Cornelius Gurlitt, in dem Sie das, was Sie Ihnen an diesem Tag gesagt haben, schriftlich zusammengefasst haben. Ich habe diesen Brief in den Unterlagen von Herrn Gurlitt mit seinem Einverständnis gefunden und auch zitiert und der liegt auch mittlerweile vor. Als Erstes, Gurlitt hatte irrsinnige Angst, dass Frau Dr. Berggruen-Merkel ihn unter Betreuung stellen lässt. Das war völlig irrational, aber er hatte einfach wahnsinnig Angst davor, unter Betreuung gestellt zu werden. Und in dem Brief steht ein Satz drin, Frau Dr. Berggruen-Merkel, wo Sie sagen, ich, Ingeborg Berggruen-Merkel, habe Ihr Betreuungsverfahren bislang angehalten. Und es tut mir leid, ein Betreuungsgericht ist unabhängig in Deutschland. Und einem Menschen das Gefühl zu geben, dass man auf sein Betreuungsverfahren Einfluss hat, das kann es nicht geben. Damit haben Sie diesen Mann angelogen und das geht nicht. Das ist ganz schwierig. Zweitens sagen Sie, Herr Gurlitt, wir finden bei Ihnen in Ihrem Umfeld immer wieder greifen wir, die Taskforce oder wer, Leute auf, die irgendwie dubiose Machenschaften machen. Sie macht also Gurlitt Angst. Und wir können aber nicht rund um die Uhr für Ihre Sicherheit garantieren. Wir, die Taskforce. Liegt der Mann oder sitzt da? Und
muss sich letztendlich einschüchtern lassen. Dann sagen Sie ihm, Frau Dr. Berggren-Merkel, in diesem Brief, naja, also ich fürchte, es wartet da eine Klageflut auf Sie aus dem In- und Ausland. Sorry, es gibt keine Rechtsgrundlage. Und tatsächlich hat es bis heute weder gegen Gurlitt noch gegen seine Erben die Stiftung Kunstmuseum Bern auch nur eine einzige Klage auf Herausgabe eines Bildes gegeben. Aber Sie haben ihm gesagt, Herr Gurlitt, das kann sehr teuer werden. Und dann das Und dann haben Sie dann, wenn Sie sich einen Anwalt nehmen, Herr Gurlitt, und dann kriegen Sie Ihre Sammlung wieder, können wir für die Sicherheit der Sammlung nicht mehr garantieren, müssen Sie dann selber machen. Das heißt, der Mann, der in die Öffentlichkeit gezerrt worden ist, aufgrund einer Indiskretion des Zolls, der wirklich sich nicht zu Schulden hat kommen lassen, dem haben Sie gesagt, du musst dich um deine Sammlung selber kümmern, wenn du sie wieder bekommst. Das kann nicht sein. Und dann haben Sie als letzten Punkt gesagt, lieber Herr Gurlitt, bei all diesen Sorgen habe ich eine Lösung für Ihr Problem. Geben Sie doch Ihre Sammlung in eine Stiftung, die die Washingtoner Prinzipien anerkennt. Dann kümmern wir uns um alles und Sie haben keine Sorgen mehr fortan. Und das Einzige, was ich weiterhin noch sagen kann, das ist, dieser Brief liegt vor, er liegt auch der FDP-Fraktion vor, die auch in Einzelheiten gefragt hat, es tut mir leid, Frau Dr. Berggren-Merkel, die Bundesregierung lässt Sie böse hängen, behauptet, dass Sie diesen Brief alleine geschrieben hätten, nicht in Absprache mit der Bundesregierung, halte ich für ausgeschlossen. Und ich würde mir wünschen, Sie würden wenigstens dazu stehen und sagen, ja, wir haben uns damals ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Das wäre im Grunde genommen die richtige Sache. Kann ich Ihnen aber nur so anheimstellen. Entscheidend ist, zwei Wochen später bedenkt Cornelius Gurlitt in seinem Testament eine Stiftung, nämlich die Stiftung Kunstmuseum Bern. Wenn Sie sich deren Prospekte ansehen, Internetpräsenzen, dann werden Sie überall nur Kunstmuseum Bern finden. Dass die als Stiftung aufgestellt sind, das wusste komischerweise nur Gurlitt, der aber mit Internet oder mit anderen Dingen gar nicht umgehen konnte. Woher wusste der, dass die eine Stiftung waren? Auf jeden Fall steht in seinem Testament drin, ich bedenke die Stiftung Kunstmuseum Bern, die im Übrigen auch sich den Washingtoner Prinzipien verbunden fühlt als meinen Erben. Und dann stirbt er und dann beginnen Dinge, die FDP jetzt auch mit einer nächsten Anfrage nachgehen wird. Es gibt zum Beispiel eine Lex Gurlitt. Ich will nur, lassen Sie mich das schließen, wir sind kurz vor Ende der Sache. Es gibt eine Lex Gurlitt, nach der eine Erbschaftssteueränderung zugunsten von Schweizer Stiftungen genau in dem Zeitpunkt gemacht wird, wie die Stiftung Kunstmuseum Bern das übernimmt, nach denen die 50 Millionen Euro Erbschaftssteuern sich gespart haben. FDP geht der Sache im Augenblick nach, Gott sei Dank. Zweitens, Kulturgutschutzgesetz. Dieses furchtbare Kulturgutschutzgesetz. Ja, die... Es gibt einen Teil in dieser Sammlung, Gurlitt, und das sind die Bilder, die der alte Hildebrand Gurlitt aus der Aktion Entartete Kunst erworben hat. Nur Papierbilder, erstklassige Qualität und in ihrer Zusammenstellung so einzigartig, dass es das kein zweites Mal gibt, das ist ein nationales Kulturgut. Die Staatsministerin für Kultur hat bei der Anfrage der FDP eingestanden, wir haben das als Sachgesamtheit nicht geprüft. Das müssen Sie sich einfach mal vorstellen. Das ist doch absurd. Ja, und dann, jetzt machen wir den Sack zu, sowas passiert. Für viele war das neu, was da passierte. Aber in welchem Land setzen sich die Verantwortlichen für so eine Hammernummer auch noch ein Denkmal mit einer Ausstellung? Eine Ausstellung, die von vorne bis hinten ein falsches Bild vermittelt. Das fängt an im Juni 2017. Da wird nämlich das Presseheft veröffentlicht und da steht drin, wir zeigen 250 Raubkunstbilder. Hallo? Ein einziges wurde gezeigt. Ich habe nachgefragt beim Museum, warum schreibt ihr so einen Müll? Ja, das hat uns Herr Wienerns rein diktiert. In was für einem Land leben wir, wo die Bundesregierung eine Ausstellung in Auftrag gibt, die nur ein einziges Ziel hat, nämlich die Aussage für den Normalbürger, wir haben es hier mit einem Raubkunstskandal zu tun, Hildebrand Gurlitt ist ein unglaublicher Raubkünstler. Es wird nicht thematisiert, die Rolle des Staats beim Kunstraub, und es wird nicht thematisiert, die Rolle des Staates bei Cornelius Gurlitt und der gesamten Affäre. Stattdessen wird praktisch jedes einzelne Bild mit kleinen Unterschriften, könnte sich noch als Raubkunst rausstellen, wirklich in übler Form, in ganz übler Form verstellt. Und jetzt schließe ich den Sack. Wird immer wieder geschlossen. Ja? Ja, jetzt schließen wir wirklich. Jetzt schließen wir wirklich, und dazu gehört auch der Couture. Sie wissen, kurz bevor die Ausstellung eröffnet wurde, im
November 2017 konnte Frau Grütters eine Pressemeldung rausgeben, neues Raubkunstbild in der Sammlung gefunden, Thomas Couture, eine sitzende Dame. Wenn Sie sich das genau anschauen, und ich mache es jetzt ganz kurz, aber dazu wird garantiert noch einiges zu lesen sein, dann können Sie nur sagen, dieses Bild entspricht nicht im Ansatz den Kriterien, die normalerweise an die Eindeutigkeit von Raubkunst gestellt wird. Die FDP hat im Bundestag nachgefragt, liebe Frau Grütters, haben Sie vor, jetzt auch alle Bilder aus den Museen nach diesen gleichen laxen Kriterien zurückzugeben? Nein, sagt sie, das ist eine reine Absprache zwischen Bern und uns. Und jetzt, es hat sich nichts Neues herausgestellt, wurde das Bild vor 4 Wochen, wie gesagt, hier in Berlin restituiert. Und ich sage ganz klar, und das wird auch über kurz oder lang noch an die Öffentlichkeit kommen und debattiert werden, dieses Bild ist nicht das Bild, was der Familie zusteht, sondern das ist voreilig als Pressegag von Frau Grütters inszeniert worden. Und das zeigt irgendwo, dass dieser ganze Fall Gurlitt von vorn bis hinten wirklich Tollhaus ist, ein pures Tollhaus. Und ich habe Ihnen versprochen, ich bin am Ende. Und so schlimm es ist, so schlimm und so ärgerlich alles ist, und so sehr man manchmal verzweifeln möchte, ich habe mir neulich diese Geschichte von diesem armen Teufel... Ich habe mir die Sache von dem armen Teufel, der in die Botschaft in der Türkei gerufen wurde, der Journalist, den sie lebendig zersägt haben. Und habe gesagt, es lohnt sich, solchen Sachen nachzugehen. Weil unser Land, wir haben vieles, was es sich lohnt zu verteidigen. Und dafür danke ich Ihnen, ich danke Volker Diehl, ich danke dir, lieber Michael. Ich danke allen, die heute gekommen sind, auch Ihnen, liebe Frau Sturm, lieber Jarmuschek, dass ihr das gemacht habt. Dankeschön, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass die Sache aufgeklärt wird. Eine Stunde. Mehr Applaus haben Sie noch nie gehört. Ich glaube, also erstens wäre ich dankbar, wenn man, ich stehe wahnsinnig gerne im Scheinwerferlicht, aber wenn man das ein bisschen runterdimmt, damit ich sehe, wer sich meldet. Zweitens, Frau Bergen-Merkel, wollen Sie dazu, und das hören wir uns jetzt bitte in Ruhe bis zu Ende und ohne Gelächter und Zwischenrufe an, et alterer pars auditor, mich interessieren 2 Fragen. Konnten Sie über die Frage, darf so eine Taskforce überhaupt eingerichtet werden, mitreden und was ist die Begründung damit? Und das Zweite ist natürlich der berühmte Brief, über dessen Veröffentlichung Sie sich ja geärgert haben. Also zur Frage 1, die Taskforce und unsere Berechtigung als Taskforce. Ich habe vorhin gesagt, die Beschlagnahme habe nicht ich zu vertreten und ich zu verfechten, deswegen äußere ich mich nicht dazu, ob die Staatsanwaltschaft Augsburg rechtmäßig oder nicht rechtmäßig gehandelt hat. Es war mein Hoheitsakt aufgrund des Beschlusses eines Gerichtes und als Gerichtsbeschluss, der ich an den Beschluss von Gerichten glaube, eine Grundlage dafür, der Sache nachzugehen, nach all dem, was ja vorher passiert war, ist nun das Raubkunst oder nicht. Und wir haben alles herausgenommen, was ganz eindeutig es nicht sein konnten und der in der ganzen Zeit, jedenfalls wir, immer gesagt, bei diesen 500 und noch was Bildern ist nicht auszuschließen, dass es sich um Raubkunst halten könnte. Und die Entscheidung dafür, diese Bilder in der Lost Art Datenbank, nicht irgendwo ins Internet zu stellen, diente auch dazu, Informationen zu bekommen, ob die Bilder nun geklärt werden können als Gurlitz oder ob es vielleicht doch der Sache weiter nachzugehen gilt. Soweit zu der Arbeit und der Grundlage der Taskforce. Und nun, Herr Remy, Sie sind Journalist und eigentlich, ich komme zur zweiten Frage, eigentlich gilt im Journalismus, dachte ich immer, der Stil, dass man, bevor man jemanden in die Pfanne haut, mit ihm drüber spricht. Und es wäre schön gewesen, wenn Sie mit mir über die Sachen, die damals passiert sind, geredet hätten und über den angeblichen, über diesen Brief. Es war so, ich wollte Herrn Gurlitt sprechen, vornehmlich aus der Tatsache heraus, dass ich als Leiterin einer Taskforce, die sich mit seinen oder bei ihm befindlichen Bildern befasst, auch mit ihm geredet haben sollte, bevor wir die Arbeit aufnehmen. Wir haben eine Korrespondenz gepflegt, das ist richtig, und in der stimmte er einem Gespräch zu. Es ist richtig, er glaubte auch, ich sei die Dame, die ihn entmündigen wolle. Das Gespräch, dem er zugestimmt hatte,
sollte zuerst in einer Nachbarwohnung stattfinden. Was da passierte, es geht hier niemandem etwas an, aber ich war völlig danach sensibilisiert über den Gesundheitszustand von Herrn Gurlitt. Das Gespräch fand in Absprache statt mit zwei Mitgliedern aus der Familie und den behandelnden Ärzten und vor deren Augen. Und es war ein sehr ruhiges Gespräch. Ich habe keine, das wie Sie es eben so ausgemalt haben, keine Angst gegeben. Wenn ich gesagt habe, wir, dann war das in der Zusammenfassung, die ich ihm dargelassen hatte, nur zu verstehen auf dem Grunde des Gespräches, wie wir es geführt hatten. Und da habe ich ihm als erstes gesagt, Sie brauchen einen Anwalt. Und dann habe ich ihm gesagt, Sie haben jetzt folgende Optionen. Alles ganz ruhig. Und ich habe ihm auch gesagt, was Sie vorhin selber gesagt haben, dass seine Bilder zurzeit schwer verkäuflich seien. Daraufhin haben wir über ein Bild gesprochen, das er zu verkaufen gedachte. Also Sie sehen, es war keine Angst, sondern ganz sachlich. Dann habe ich ihm auch gesagt, und wenn man sich daran erinnert, was um das Haus alles passiert war, ich war ein paar Mal draußen, ich habe nur geklingelt, aber was da für Typen rumliefen, dann habe ich ihm zur Beruhigung gesagt, weil er das ja auch spürte, dass wir auf meine Bitte hin die Polizei in München die Streifen verstärkt hatten. Habe ich ihm erzählt. Und dann habe ich gesagt, aber mehr können wir nicht machen, wir können nicht noch mehr Leute hinschicken. Die Angstatmosphäre hatte er selber gespürt. So viel zu diesen Punkten. Und die Idee mit der Stiftung war folgendes, es sagte auch jeder, wenn die Beschlagnahme aufgehoben werden sollte oder wenn es geklärt werden sollte oder wenn das seine Kunst ist, in der Wohnung, so kann sie nicht bleiben. Und die Adresse hat ein Presseorgan herausgegeben, nicht wir. Also war die Frage, und die habe ich mit ihm auch diskutiert, was machen wir mit ihren Bildern, damit sie sicher sind. Und dass sie, und das war zu erwarten, es kam ja auch, wir hatten ja auch weitere, weit über 100 oder 150 Ansprüche gegen Gurlitt oder auf Herausgabe, dass sie ein bisschen aus der Schusslinie kommen. Und dann habe ich ihm gesagt, bringen Sie doch die Bilder in die Rechtsform einer Stiftung ein, dann sind Sie draußen, Sie können jederzeit die Bilder sehen, es ist ja praktisch Ihr Sondervermögen, aber Sie stehen nicht so im Mittelpunkt. Wir haben das ganz ruhig besprochen, da war nicht ein Bern oder sonst was der Gedanke. Ja, aber ich habe auch hinzugefügt, auch aus der Verantwortung heraus vor all dem, was war, in Nazi-Deutschland, es wäre schön, wenn sich diese Stiftung den Washingtoner Prinzipien unterwerfen könnte. Dass Sie das jetzt alles ein bisschen anders sehen, die Sie ja auch Berater von Ute Werner sind oder waren, die das Testament angefochten haben, ist natürlich auf der Hand. Noch einmal, dieser Brief, diese Zusammenfassung beruht auf einem ganz sachlichen, ganz ruhigen Gespräch unter ärztlicher Aufsicht. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich bestimmt keinem älteren Herrn Angst einjage. Das Gegenteil war beabsichtigt. Darf ich mal fragen, Frau Merkel, ist der Brief später geschrieben worden? Nein, ich habe ihn vorher geschrieben und dargelassen. Vor dem Gespräch? Ja, ich habe... Ja, das ist doch überraschend. Ich bin in meinem Kopf durchgegangen, es ist in Briefform gefasst, ich bin mit meinem Kopf durchgegangen, was ich ihm, außer, dass ich mich um seine Gesundheit wirklich interessierte, aber das ist jetzt eine andere Geschichte, was ich mit ihm gerne besprechen würde. Und da habe ich ihm gesagt, also erstens brauchen Sie einen Anwalt, die Optionen haben Sie, das und das wäre machbar. Und dann, ich habe zu jedem Punkt mit ihm ausführlich diskutiert, also nicht diskutiert, wir haben es besprochen, was da war. Und auch diese Bedrohung mit der Polizeistreife. Wir waren es, die versucht haben, diese komischen Gestalten, die das ums Haus rumwabern, von denen selbst ich irgendwo ein komisches Gefühl hatte, dass das weniger... Wie sind denn die überhaupt da hingekommen? Also ich meine, warum habt ihr denn zugelassen, dass der Mann überhaupt in der Presse stand? Die können doch nicht plötzlich sagen, ich bin zu ihm gegangen, wollte ihm helfen und vier Wochen vorher habt ihr dem Fokus die Sachen verkauft. Das kann doch nicht wahr sein. Es muss ihm doch klar sein, dass dieses ganze Chaos, was aus dem... Frau Merkel hat es verkauft. Nein, natürlich nicht, aber es hat die Staatsanwaltschaft zusammen mit der Zollfahndung letztendlich verbockt. Es muss ihm doch klar gewesen sein, dass dieser Mann in einer katastrophalen Lage war. Ja, es tut mir leid. Bitte ausreden lassen. Frau Merkel, dass man die Aktion mit dem Brief so und so sehen kann, das werden Sie einsehen, aber ich finde es eben wichtig, dass Sie mal Ihre Sicht hier darstellen. Das Einzige, was ich noch nicht verstanden habe, das Gespräch, das ist in Gegenwart von Ärzten geführt worden? Also ich weiß jetzt nicht, ob der Arzt... Also ich bin informiert, Sie waren allein mit ihm. Ein Familienmitglied war dabei, ob der Arzt jetzt vor der Türe stand oder im Raum war...
Darf ich mal hier bitte ausreden? Wir hatten den Arzt kontaktiert. Der Arzt hat gesagt, ja, hat ihn sich vorher noch mal angeguckt und hat gesagt, ja, Sie können mit ihm sprechen. Und dann bin ich rein. Es war ein Familienmitglied sicher dabei. Aber ich glaube, der Arzt selber war nicht dabei, kann es jetzt aber nicht mehr hundertprozentig so sagen. Ich habe mich auf Gurlit konzentriert, auf meinen Gesprächspartner konzentriert. Ich war ganz ruhig, ganz sachlich und habe ihm alles nur ganz ruhig erklärt, wie die Dinge sind. Ich habe keine Angst gemacht, aber ich fand es auch richtig, dass wir ein Gespräch führen, dass ich den Menschen noch mal sehe, den Menschen erlebe, über dessen Bestände wir nachher arbeiten. Das war alles. Also das nehmen wir sicherlich so zur Kenntnis. Also ich finde es hier, ich weiß, dass Sie am Anfang gar nicht kommen wollten, dass Sie jetzt gekommen sind. Ich stelle mich und erkläre das, finde ich einfach klasse, kann ich nicht anders sagen. Ich denke, wir sollten jetzt nicht die Diskussion nur um diesen Besuch kreisen lassen, sondern die ganze Sache Gurlit uns anschauen. Ich teile zum Beispiel die Ansicht unseres Redners zu der Ausstellung, die wirklich, wirklich eine Zumutung, was denn die Bilder, die Arbeiten waren wunderschön und teilweise zeigt sie, wie großartig der Geschmack von Hildebrand war. Aber die Ausstellung selber streift den Fake News Charakter. Aber vielleicht sollten wir uns darüber unterhalten. Aber jetzt die Meldungen, die ich durch. Ja, ich, da ich nichts sehe, kann ich nur sagen. Ob 20 oder 570 Werke, um es auf die Spitze zu treiben, selbst wenn alle 1600 Werke Raubkunst gewesen wären, hätte es trotzdem keinerlei Handhabe gegeben, irgendwas an dieser Sammlung zu ändern oder irgendein Werk wegzunehmen. Das muss man vielleicht auch nochmal sehen. Und dann der Vorschlag, ja, gib's doch in eine Stiftung, dann hast du keine Probleme mehr. Das ist schon starker Tobak. Ja. Ein hochgeschätzter Kollege, also eine anwaltliche Sicht. Wir streiten seit Jahren aufs Freundschaftlichste miteinander. Haben Sie sonst noch Fragen? Ich habe eine Frage. Es wird immer behauptet, dass die Mutter von Gurlit oder Gurlit selbst auf die Frage, was ist eigentlich mit den Bildern geschehen, gesagt hat, die sind alle in Dresden verbrannt. Warum? Das ist so nicht richtig. Aber halb richtig. Also es ist ein Teil der Unterlagen von Hildebrand Gurlit ist in Dresden tatsächlich verbrannt. Aber und, eben nicht alle Bilder, Gott sei Dank. Und ich glaube, dass Sie dürfen das nicht einschätzen, so als hätte es jeden Tag eine Anfrage gegeben nach Bildern. Es gibt, glaube ich, wenn man das zusammenzählt, sind es 3 oder 4 Anfragen nach dem Tod des Vaters, nach 1956. Die bezogen sich zum einen auf Bilder aus dem Bestand Linz, also das, was Hildebrand Gurlit auf dem französischen Markt für das Führermuseum gekauft hatte. Und es bezieht sich auch 2-mal auf Bilder, die er gekauft hatte von Juden. Hinrichsen und Wolfson ist, glaube ich, das. Und die haben so einen Schutzreflex gehabt. Die wollte damit nichts mehr zu tun haben. Und dann wurde die angeschrieben und sagte, wir wissen da gar nichts mehr. Seitdem mein Mann tot ist, ist alles in Dresden verbrannt. Das ist falsch. Aber es hat nicht dieses Gewicht, das ihm vielleicht beikommt, wenn man sich das überlegt, dass sie das jeden Tag gesagt hätte, sondern das sind über den Zeitraum von 30 Jahren, kriegen die eben Anfragen, die Familie, und dann schützen die sich einfach, weil die gar nicht mehr durchblicken. Das Zentrale für die Familie Gurlit, also die Nachkommen, war nicht die Raubkunst, sondern es war der Wert der Bilder. Die haben da steuerlich die Vermögenssteuer über viele Jahre hinweg und auch die Erbschaftssteuer minimiert, optimiert, hinterzogen, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Und das macht sie, was ihre Sammlung betrifft, vor allem Cornelius Gurlit, wahnsinnig sensibel, weil er immer das Gefühl hat, er macht etwas falsch. Aber diese Frage, ob da Raubkunst dabei ist, das war für die völlig nachrangig. Das war kein zentraler Punkt. Man war sich bewusst, da gibt es einige Bilder, die könnten nicht stimmen. Ich würde sagen, Cornelius wusste das bei 2, 3 Bildern auch. War ihm klar, dass der Matisse zum Beispiel unsauber war. An Rückgabe war gar nicht, auch zeitgemäß nicht zu denken. Aber der einzige Grund, warum die so ein, lassen Sie mich ruhig, Geschiss um die Sammlung gemacht haben, ist wirklich, weil die verheimlichen wollten wegen der Werte. Ich habe noch eine Frage zu Ihrer Betrachtung von dem Vater Hildebrand Gurlit.
sie rechnen denen die 20% der Guten und der Braven. Also irgendwelche Bad Feelings habe ich bei dem, was er getan hat, schon. Er hat mit den Nazis die Verträge geschlossen. Er hat Bilder getauscht, damit die Hitler gemäß in Böcklins und was alles nach Deutschland kommt. Er hat aus den entarteten Kunstaktionen Arbeiten wahrscheinlich sehr günstig erworben. Also so ganz der klassische große Kunst. Also ich finde den Mann so problematisch wie alle Menschen im Dritten Reich, die so im In-Between waren. Ob das nur ein Furtwängler ist oder ob das ein Schauspieler ist oder so. Dass man, und es ist nichts schwieriger als jemanden zu beurteilen, der in der Zeit gearbeitet hat. Der werfe den ersten Stein. Aber mir ist die Schilderung von dem Hillebrand Gurlitt ein bisschen zu hagiografisch. Also, ich glaube, ich schreibe das in meinem Buch auch, das ist keine Heldengeschichte. Dafür taugt er nicht. Also für eine Hagiografie taugt er auf gar keinen Fall. Schon mal deswegen nicht, weil wer mit verfolgten Juden handelt und Hinrichsen ist in Auschwitz ermordet worden, so wie zwei seiner Söhne und eine seiner Töchter, seine Frau, da kommt kein Held zustande. Es ist die schmutzigste und dunkelste Epoche unserer Geschichte. Das täte mir auch leid, wenn das zu undeutlich wäre. Ich denke, im Buch kommt das schon halbwegs sauber raus. Nein, eine Heldengeschichte ist Hillebrand Gurlitt nicht. Er ist nur im Vergleich zu dem, was man aus ihm gemacht hat, vor allem in dieser Ausstellung und auch in dem, was über ihn geschrieben wurde, das gibt er eben nicht her. Es ist ein kleines Licht. Im Vergleich, und wir haben ja Kunsthändler, Herr Raue, wir haben ja Kunsthändler, die sich sehr aktiv beteiligen, die zum Beispiel für die Gestapo beschlagnahmte Sammlungen begutachten. Wir haben in Paris zum Beispiel Rochlitz, der vom Einsatzstab Rosenberg Dutzende von Bildern übernimmt. Also wir haben solche aktiven Verbrechergestalten im Kunsthandel und Gurlitt gehört eben schon ins andere Ende. Aber das ist auch so ein Problem. Jetzt wendet sich jemand an dich und sagt, ich habe ein wahnsinniges Projekt, ich brauche dringend, kannst du mir dieses Bild für 2000 Reichsmark bitte abnehmen? Und man weiß, dass der in Not ist. Man weiß, dass er verfolgt. Was tut man denn? Sagt man, ich kann das jetzt leider nicht machen, weil mir das in 50 Jahren moralisch vorgeworfen wird, ist ja furchtbar. Also es ist so schwierig, dass... Es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich auf der Auktion der sogenannten, das bleibt ja im Munde stecken, Judenauktionen, ich das, die Arbeit erwerbe, es gibt ja den berühmten Arnold, also der Erwerb eines Juden, der ein Werk, das einer jüdischen Familie geraubt worden ist, ersteigert, nach New York bringt und dann wieder zurückbringt nach Klimt, ist das nach Deutschland. Das ist alles vielfältig. Aber ich, wenn jemand in dieser Situation, nachdem er zweimal seines Amtes beraubt worden ist, weil er zu progressiv gekauft hat, dann mit den Nationalsozialisten sagt, ich helfe euch, die Sammlung Linz aufzubauen, dann ist das ein Schatten. Wir müssen nur sagen, das hat mit dem Cornelis Gurlitt gar nichts zu tun. Der ist der Erbe dieser Geschichte. Und den kann man auch nicht zum Verbrecher machen, sondern der hat einfach skurril gehandelt und ist, wie 100-mal geschrieben worden, ist aus der Zeit gefallen. Konnte nur mit Schreibmaschine schreiben, wenn man die Briefe sieht und diese kleinen Eintragungen, die sie da veröffentlicht. Also das muss man unterscheiden. Aber die Wurzel liegt natürlich in dem Vater Hillebrand und er ist der Erbe und da gilt vielleicht dieses berühmte, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es war in dem Hillebrand Gurlitt Reich sozusagen, gibt es schon sehr dunkle Stellen. Ja? Noch Fragen? Ja, bitte. Eine etwas andere Frage. Es gibt Filme, wir lesen in den Zeitungen. Sie sagt was ganz anderes, als sie wieder sagt. Wo stehen wir hier in Deutschland? Im Ausland wird anders wieder. Wo stehen wir darüber? Wie gehen wir hier in Deutschland mit diesem Thema um? Und wie geht das in Zukunft weiter? Wir haben diese Washingtoner Erklärung. Und jetzt gibt es sowas, es gibt eine Ausstellung. Wo geht das denn hin? Wie schätzen, was meinen Sie, was ist Ihre Einschätzung, wo stehen wir da in Deutschland auf diesem Weg? Wen fragen Sie? Sie beide eigentlich. Also
Ich denke zum einen, was konkret den Fall Gurlitt betrifft, bin ich froh, dass die FDP im Bundestag der Sache nachgeht. Die Freien Wähler hatten es im Bayerischen Landtag getan, sind dann an die Macht gekommen und haben sich zurückgezogen, wollten schon einen Untersuchungsausschuss machen. Wenigstens die FDP ist noch dran. Ich kann euch nur ermutigen, bleibt dran. Hier ist Dr. Paul Schönberger aus dem Büro von Herrn Ebbing und hier ist der stellvertretende FDP-Vorsitzende im Senat. Ich bin einfach froh, wenn Politiker dieser Sache nachgehen. Ich weiß aber auch, dass die Linke und die Grünen sehr umfangreiche Anfragen gestellt haben zum Stand der Aufklärung von Raubkunst in deutschen Museen und öffentlichen Sammlungen. Und ich denke, es ist so ein inneres Gefühl von mir. Wir haben kein Gesetz. Wir haben kein Gesetz zur Herausgabe von Raubkunst aus Museen und öffentlichen Sammlungen. Das ist für mich ein Skandal. Ja, weil die Juden als Bittsteller kommen und keine Möglichkeit haben. Wir haben die Raubkunst im Privatbesitz. Das ist so einfach nicht per Gesetz zu regeln, weil da ja ganz oft der Fall ist, dass jemand nach dem Krieg in gutem Glauben das Ding gekauft hat. Dem kannst du es ja nicht auch einfach wieder wegnehmen. Also wäre eigentlich der Staat dafür verantwortlich, da einen Ausgleich zu schaffen. Und ich denke mir nur, die Verantwortlichen scheinen zu glauben, dass man das wieder vertagen kann auf die nächste Generation. Oder die übernächste. Und ich kann mir nur wünschen, dass man das endlich mal vom Kopf auf die Füße stellt und einmal zu Ende bringt, weil sonst sitzen wir in 50 Jahren immer noch da. Also ganz entschiedener Widerspruch. Die Bundesrepublik und die staatlichen, ländlichen und städtischen Museen halten sich strikt an die Washingtoner Erklärung. Ich selber habe eine Reihe von Restitutionsverfahren geführt. Wir vertreten zum Beispiel die Erben Mosse. Es wird ein Bild, ein Werk nach dem anderen restituiert. Wenn jemand kommt und sagt, dieses Bild ist mir, mein Ahnen, Vorfahren geraubt worden, dann wird dem nachgegangen und wenn das richtig ist, wird restituiert und zwar gleichgültig, ob es ein wichtiges oder ein unwichtiges Bild ist. Wir haben gerade einen Rubens restituiert aus einem Museum. Dabei bedarf es auch keiner gesetzlichen Grundlage, die es nicht geben wird. Ich kann in 2 Minuten auch erklären, warum. Weil man mit einer gesetzlichen Regelung die gesamten Verjährungsbestimmungen, die wir haben, Verwirkungsbestimmungen, gut, Glaubensbestimmungen aufheben würde. Nur für diesen einen Fall, aber das will man ja gar nicht. Man will ja, dass Arbeiten, die in einer Auktion erworben worden sind, eine öffentliche Versteigerung, dass die ins Eigentum übergehen. Man will die Verjährungsfristen ja, nur da nicht. Es ist einfach nicht richtig, das erzählt ja auch Herr Lauder immer, dass da nichts geschieht. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist die Provenienzforschung. Nämlich nicht zu warten, bis die Familie Rosenthal und Rosenberg kommt und sagt, das Bild hat mir gehört, der Monet hat mir gehört, sondern aktiv die Bestände zu untersuchen. Da ist am Anfang zu wenig geschehen, es geschieht immer mehr. Die Beträge, die die BKM für die Provenienzforschung zur Verfügung gestellt hat, sind wachsen und es wird intensiv daran gearbeitet. Es sind Tausende von Exemplaren, von Werken, die man dazu untersuchen muss. Das ist nicht ganz einfach. Das Dritte ist, die Holocaust-Erklärung, die Washingtoner Erklärung, hat sozusagen eine geradezu dramatische Drittwirkung für Privatbesitz. Wer ein Bild im Privatbesitz hat, das, ich verkürze es etwas, jüdisch befangen ist, wie wir immer sagen, der kann dieses Bild nicht verkaufen. Kein Auktionshaus nimmt das an. Kein Galerist, der auf sich hält, nimmt eine solche Arbeit an. Und jetzt ist das BKM dazu übergegangen, zu sagen, wir, wenn man jetzt ein Bild hat, wo man nicht weiß, wo das herkommt, wir, die Bundesrepublik Deutschland, wir zahlen die Provenienzforschung, wenn du dich vorher unter die Washingtoner Erklärungen sozusagen unterwirfst und sagst, ich suche dann eine Solution, just and fair. Das heißt, ich kenne Leute, die sagen, es ist mir mit Verlaub gesagt, scheißegal, ob das Raubkunst ist oder nicht, ich behalte das Bild in meinem Schlafzimmer, auch wenn man es nie verkaufen kann. Dagegen kommst du rechtlich nicht an. In dem Augenblick, und wenn man das vererben würde, wäre es wahrscheinlich gar nichts wert, weil das Bild nicht handelbar ist. In dem Augenblick aber, wo jemand ein Bild an den Mann bringen will, in ein Auktionshaus gibt, in eine Galerie gibt, dann ist die erste Frage, was war die Vergangenheit? Wir wollten ein Bild von Liebermann der Nationalgalerie schenken, Provenienz 1929, Kassierer 1954, Spieg. Das nimmt die Nationalgalerie nicht an. Die sagt, ich möchte wissen, was zwischen 29 und 54 mit dem Bild geschehen ist. Derjenige, der das Bild geschenkt hat, hat 7.000 Euro in die Hand genommen, um eine Provenienzforschung zu machen. Dann ist klar gewesen, dass dieses Bild vollkommen sauber ist und dann ist die Schenkung angenommen worden. Also dass die Washingtoner Erklärung, nur weil wir kein Gesetz haben und vielleicht vor allem kein so blödes Gesetz wie die Österreicher haben, das ist ein Irrtum, da musst du was dazulernen. Ich würde mal die Zahlen dagegen setzen.
einfach nur mal fürs Verständnis. Wenn wir überlegen, dass wir 6.000 Museen haben, Masse und Meno, davon kommen 60% in Frage, das sind dann 4.000 Museen aus dem Kopf. Wie viele Kunstwerke hat ein Museum? Also mal 2.500, einfach mal um eine Zahl zu machen. 10 Millionen Kunstwerke. Wie viel davon fehlt die Provenienz in der fraglichen Zeit? Okay, muss mal runterrechnen, es wird alles sehr blind. Ja, wissen Sie, was es gekostet hat, 1.566 Bilder aus der Sammlung Gurlitt bis heute zu untersuchen? 3.400.000 Euro. Ja, können Sie sich vorstellen, was das heißt, bei 4.000 Museen mal 2.500 Kunstwerken, die alle zu untersuchen? Es kann so nicht gehen. Das ist eine Augenwischerei. Und es fängt doch schon damit an. Mein Vorschlag wäre, ich will nur sagen, das Problem ist doch, wie kommst du an die Sachen in den Depots ran? Die Familien haben doch überhaupt keine Chance, die ihre Sachen suchen. Und das ist der Punkt. Ich glaube, der bessere Weg wäre, als überall punktuell mit Provenienzforschung anzufangen. Wir hatten den Moment auf dieser Gedenkveranstaltung zur Washingtoner Konferenz. Da sagt irgendeiner, wie viele Leute von euch hier, Provenienzforscher, haben einen dauerhaften Vertrag? Und wie viele von euch haben einen befristeten Vertrag? Da stehen 90% auf. Die sind für ein Jahr eingestellt. Das klingt zwar nach irrsinniger Aktivität, kann aber bei der Zahl, die untersucht werden muss, nicht funktionieren. Mein Vorschlag wäre, dass die Bilder, die Provenienzlücken aufweisen, zwischen 33 und 45 in eine Datenbank kommen. Und zwar nicht als mögliche potenzielle Raubkunst, so wie jetzt bei Lost Art, denn das ist falsch. Sondern einfach nur zu sagen, hier sind sie aus den Depots, ihr könnt das prüfen und wenn irgendwo ein Anspruch ist, fangen wir an, der Sache nachzugehen. Das wäre fair. Das machen viele Museen. Machen viele schon, ja. Das ist richtig. Also, ich nehme das Thema wirklich ernst, das ist ein Lebensthema von mir, aber dass das von heute auf morgen in 1, 2, 3 Jahren geht, das ist ausgeschlossen. Die Untersuchung des Gurlitschen Nachlasses, das 5 Arbeiten, von denen 3 von vornherein klar waren, gefunden haben, Millionen verschlungen hat, das zeigt nur, wie, das sind tolle Leute, die daran gearbeitet haben, wie schwierig es ist, Provenienz zu entwickeln. Wir rechnen mit einer Provenienzkosten für eine Arbeit mit 7.000 bis 10.000 Euro. Das ist das, was wir immer veranschlagen. Das musst ihr mal bei Ihren 60.000 oder aber so schnell geht das nicht. Aber zu Ihrer Frage, die Tendenz ist, von Schlussmachern gar nicht die Rede sein. Ich habe vor 10 Jahren geglaubt, die Restitutionsfragen seien abnehmend. Ein großer Irrtum. Es ist zunehmend und kriegt jetzt noch mal einen Thrill durch die Diskussion um die Afrikakunst. Wir gehen sozusagen in den nächsten Restitutionsraum. Haben Sie sonst noch Fragen? Oder Hunger? Ich hätte noch eine Frage. Ja, bitte. Die Frage wurde vorhin gestellt, aber die ist so ein bisschen untergegangen. Die Antwort ist die Rechtsgrundlage der Taskforce. Jetzt wurde nebulös von etwas von einem Gerichtsbeschluss gesagt, der mir nicht, also wenn ich in der Taskforce gewesen wäre, wäre meine erste Frage an mich doch gewesen, darf ich das? Also, die Erklärung von Frau Berg und Merkel, die ist schlüssig. Ob sie richtig ist, ist eine andere Frage. Sie sagt, es gibt einen Gerichtsbeschluss, wonach das alles beschlagnahmt werden darf, weil Hauptkunstverdacht ist. Und dass sie auf dieser Basis eines Gerichtsbeschlusses, der die zweite oder die erste Gewalt bindet, das ist unser Gewaltensystem, als Basis, dann kann ich in dieser Weise auch nachforschen, ob dieser Weg richtig ist. Ich bin vollkommen Ihrer Meinung, habe das auch schon vor langer Zeit auch öffentlich gesagt, ich habe die Einrichtung der Taskforce immer für rechtswidrig gehalten. Aber ich verstehe den, Frau Bergel-Merkel ist eine erfahrene Juristin und Beamtin, und die sagt, wenn so ein Gerichtsbeschluss da ist, dann darf ich. Das sind zwei Juristen, zwei Meinungen, ist das Mindeste, was Sie bei zwei Juristen erwarten können. Also insofern lassen wir das mal stehen. Ich verstehe den Gedankengang, ich teile ihn nicht. Sie wollten was fragen. Bitte lauter. Sie erwähnten, dass die Österreicher da so extrem, oder diese österreichische Beamtenjuristin so extrem entspannt reagiert hätte und gesagt hätte, damit, es interessiert uns überhaupt nicht, warum sollen wir das untersuchen? Warum ist bei uns so eine Anspannung? Was ist der Hintergrund, dass bei uns... Ich bin nicht verstanden mit dem ersten Teil. Die Anfrage der Durchsuchung des Hauses... Genau. Also warum... Ich verstehe nicht, was in Deutschland den Ausschlag gibt, dass man diesem alten Mann so das Leben zur Hölle gemacht hat. Ich glaube, das können wir kurz machen. Das versteht keiner. Ich habe am Tag der Pressekonferenz im Fernsehen gesagt, das ist alles, was da geschehen ist, rechtswidrig. Es gab auch mal keinen Widerspruch dagegen. Das ist das, was der Zoll gemacht hat, die Beschlagnahme, das Eindringen in die Wohnung, das kann kein Mensch auf der Welt sagen, dass das rechtmäßig war. Das behauptet auch übrigens niemand mehr. Niemand mehr. Nur, das Problem ist noch, wenn es einem gestandenen
Mannsbild oder einer Frau geschieht, dann geht die zu ihrem Anwalt und in 24 Stunden ist der Spuk vorbei. Und dazu war der arme Gurlit eben nicht in der Lage. Ja, und das meine ich eben. Warum sagt da kein Mensch, der Mann ist viel zu alt? Also wenn, dann geben wir ihm wirklich die Chance, dass er sich rechtlichen Beistand holt, was keiner gemacht hat. Ja, den wollte er nicht. Ach so, aha, das hat aber keiner gesagt. Was ist denn Konsequenz für die, die das veranlasst haben? Haben die denn Konsequenz zu spüren bekommen? Es gibt einen, traurigen, aber wahren Satz, wo kein Kläger, da kein Richter. Das heißt, wenn niemand dagegen vorgeht, also wenn niemand gegen die Staatsanwaltschaft, du musst einen Anwalt beauftragen, der Einspruch einlegt, Widerspruch einlegt, Schadenersatz verlangt, die Veröffentlichung hätte dem 100.000 Euro gebracht, wenn er den Prozess geführt, die Veröffentlichung des Bildes. Das ist so grottenrechtswidrig. Jetzt ist da eine Meldung. Einer bestimmten Zeit die Staatsanwaltschaft ja von sich aus Untersuchung gegen die eigenen Leute einleiten müssen, weil dieser Grundsatz, den Sie eben zitiert haben mit dem Kläger und den Richter, den gibt es im Privatrecht, bloß der Staat, der ist verpflichtet, bei sich selber darauf zu achten, ja, dass er rechtmäßig handelt. Das ist alles richtig. Ich hätte ja auch erwartet, dass irgendjemand im Bayerischen Parlament einen Untersuchungsausschuss einrichtet. Aber war ja kurz in Bewegung gesetzt. Das waren ja erst lang. Es ist so eine Frage, und auch das an Sie, Frau Dr. Berkel-Merkel, lassen wir alles weg, was uns trennt. Die Fakten sind hier da. Ich frage mich, wo bei euch im Ministerium, bei Frau Grütters, bei Herrn Wienerns, bei Ihnen, kommt der Moment des Innehaltens, wo man einmal sagt, wir sind zu weit gegangen. Den gibt es nicht. Im Grunde genommen. Wir sind zu weit gegangen. Noch einmal. Es gab einen Gerichtsbeschluss und so eindeutig, dass die nach Raubkunst, wegen Raubkunst beschlagnahmt haben, war das nicht. Es war für uns klar, ein Gericht hatte die Beschlagnahme zugelassen. Punkt 2. Das war für mich Grundlage genug, die Taskforce einzurufen. Punkt 3. Anders als Sie das schildern und immer wieder betonen, habe ich mich Cornelius Gurlit als Mensch verbunden gefühlt. Und den einen Abend, darf ich vielleicht auch mal ausreden, ohne dass Sie das sagen, als Mensch verbunden gefühlt, weil wir seine Bilder untersuchten und weil ich den ganzen Aufwurf und Anwurf an ihn zutiefst missachtete. Wir haben eine Dokumentation von einem Herrn Hünicke über die Presseberichterstattung zur Person Cornelius Gurlit. Die ist so dick und die liest sich grauenvoll. Und auch das wollte ich Gurlit persönlich sagen. Und das kommt alles in diesem von Ihnen zitierten Briefentwurf oder Gesprächsentwurf nicht raus. Ich habe ihm ganz klar gesagt, dass ich diese Jagd auf ihn, diese grauenvolle Verhetzung zutiefst missbillige. Und nochmal zu dem Einwurf von Ihnen. Ich hätte ihm gesagt, er müsse das in eine Stiftung einbringen. Ich bin mit ihm durchgegangen, was die Optionen sind. Herr Gurlit, erstens Anwalt. Zweitens, Sie können das und das und das tun. Und unter anderem habe ich dann auch die Stiftungslösung gebracht. Und zu dem Besuch selbst. Die anwesenden Familienmitglieder haben mir hinterher einen Brief geschrieben, zutiefst sich bedankt, da Ruhe reingebracht zu haben. Das werden Sie, wie gesagt, dass Sie ja für Ute Werner Berater sind, vielleicht anders sehen. Und dann haben wir bei der ganzen weiteren Arbeit strikt darauf geachtet, dass die Persönlichkeitsrechte von Gurlit geschützt werden. Ich habe mich während der ganzen Arbeit der Taskforce immer wieder belehren lassen müssen, beschimpfen lassen müssen, dass nicht genügend Transparenz waltet ob unsere Arbeit. Und warum nicht? Weil Ermittlungsverfahren und auch diese Arbeit nicht öffentlich sind. Wir haben vor jedem Schritt, den wir machten,
Später den Nachlasspfleger gefragt, dürfen wir veröffentlichen? Nachlasspfleger sagt nein und dann unterblieb das. Das heißt, den Wunsch, Herrn Gurlitt soweit und auch posthum zu schützen, ging vor dem Wunsch der gesamten Weltöffentlichkeit möglichst nach Transparenz. Insofern, lieber Herr Remy, wenn Sie fragen, wann oder wer gefragt haben, wann kam der Moment, wo wir gemeint haben, es war alles falsch? Wie gesagt, die Beschlagnahme als solche beurteile ich nicht. Das haben die Rechtsanwälte gemacht. Dass Herr Gurlitt so früh verstorben ist, bedauere ich sehr. Ich bedauere weniger, dass die Tatsache, 17 Umzugskartons von Unterlagen liegen woanders, weder nicht dem Nachlassgericht noch dem Nachlasspfleger mitgeteilt wurden. Aber es ist eine andere Geschichte, über die haben wir uns schon drüber gekappelt. Ich persönlich meine, dass Herr Gurlitt jedenfalls in dem Gespräch mit mir sehr freundlich war, wach war und wir uns gut unterhalten haben. Aber auf der anderen Seite, und das sage ich hier auch, bin ich auch ein Kind dieses Staates und der Deutschen. Und ich weiß um die Verantwortung, die wir alle haben für die Aufklärung, ein bisschen Aufklärung über alles das, was in diesen Jahren am schrecklichen Leid geschehen ist. Und diese Verantwortung traf uns gestern, die trifft uns heute, sie trifft uns morgen und übermorgen. So viel zu dem, wie es weitergehen muss. Ja, aufklären, soweit es geht. Aufklären mit allen Mitteln. Und ich füge noch eines hinzu, dass die Washingtoner Prinzipien in Deutschland ganz eindeutig ausschließen, sich auf Verjährung zu berufen. Das war mein Schritt in der Sammlung Sachs. So war das bisher nie klar. Also wir versuchen, Gurlitt zu schützen, die Eigentümer zu schützen, aber auch mit beizutragen, dass das grauenvolle Unrecht, das da geschehen ist, soweit wie möglich oder soweit wir beitragen können, klar wird. Dass das schwierig ist, war uns von vornherein klar. Mir wurde vorgeworfen, deswegen wurden Sie ja auch als Konkurrenzunternehmen zur Taskforce von dem Betreuer eingesetzt. Wir wären nur darauf bedacht, Raubkunst zu finden, was nicht stimmt. Mir wurde von der Öffentlichkeit vorgeworfen, ich wolle gar keine Raubkunst finden, steht auch in der Presse. Unsere Aufgabe war nur, klar zu machen, die Provenienz dieser Werke. Und das haben wir nach bestem Wissen und Gewissen mit fantastischen Experten aus dem In- und Ausland auch getan. So, das war die lange Rede und damit sage ich jetzt nichts mehr. Gut, vielen Dank. Sie haben wirklich auch jetzt Gehör bekommen, was Ihnen zusteht. Frau Sturm, als Letzte. Ich würde die Diskussion, von der ich hoffe, dass sie noch weitergeht, nein, doch gerne mal ein bisschen von dem persönlichen Wegschieben hin zum strukturellen. Also der Fall Gurlitt war ja nicht nur ein Justiz- und Politikskandal, er war auch ein Medienskandal. Das ist auch durchaus so reflektiert worden auf der Tagung, die vor 2 Jahren in Bonn stattfand, also Stichwort besetztes Frankreich. Was ich unglaublich gravierend finde, ist, dass bei der Gurlitt-Ausstellung, da war ja das Entree mit sämtlichen Kopien dieser wilden Presseberichte sozusagen als Einführung in die ganze Ausstellung komplett unkommentiert, ja, sozusagen, wir wissen, jeder hat von jedem abgeschrieben, die Sammlung war ein paar Milliarden wert und das wird da einfach nochmal so präsentiert und das wird bis heute, ich habe vor 2 Tagen in Tutzingen einen Vortrag gehört von der Kuratorin, die verkauft das bis heute als eine großartige Idee. Es ist einfach unglaublich und mein eigentlicher Punkt ist aber ein anderer, da wir Frau Dr. Bergrin Merkel ja hier haben, an deren guten Absichten, glaube ich, für viele, die das Ganze beobachtet haben, erstmal kein Zweifel besteht. Sie wollten jemanden schützen, dessen Schutz schon längst eigentlich zertrümmert war. Das ist das Erste. Das Zweite, Gurlitt, und das muss man immer wieder in Erinnerung rufen, war ein Pionier der Restitutionspraxis. Ja, ich erinnere an den Löwenbändiger von Beckmann, der an hälftig oder zu einem Drittel an die Familie Flechtheim in den USA restituiert worden ist. Ich würde gerne nochmal auf die eigentlichen politischen Verantwortlichen zu sprechen kommen. Sie hatten ja vorhin, Herr Remy, diese Vakuumsituation sehr plastisch geschildert. Nun ist ja interessanterweise der Fall Gurlitt läuft parallel zu dem Gesetzgebungsverfahren Kulturgutschutzgesetz. Und da Frau Dr. Bergrin Merkel schon hier ist, sie ist ja nun nicht mehr im Amt, würde ich gerne von ihr wissen, inwieweit dieser Kasus die Folie, eine Legitimationsfolie für dieses Gesetz abgegeben hat, unter dem der Kunsthandel und nicht nur der Kunsthandel, sondern jeder Sammler
in dem Moment, wo er Inverkehrbringung beabsichtigt, natürlich schwer zu leiden hat, nebst vielen, vielen anderen Aspekten, die dieses Gesetz noch mit sich bringt. Konkrete Frage, inwieweit haben sozusagen die politisch Verantwortlichen der Causa Gurlitt diesen Fall instrumentalisiert, um ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das viel Negatives betreibt, unter anderem die Kunst stigmatisiert, und zwar immer dann, wenn sie keine lückenlose Provenienzkette hat und wofür der Handel heute ein Recht, eine Verpflichtung auferlegt bekommt, wohin, und das muss man immer wieder deutlich sagen, die Museen in Anführungszeichen nur eine moralische Verpflichtung zur Provenienzforschung und dann eben auch gegebenenfalls Restitution haben. Vielen Dank. Also ich gebe gleich nochmal zurück ans Funkhaus. Hier sitzt jemand, dem man nicht nachsagen kann, dass er ein gutes Wort für das Kulturgutschutzgesetz bereit hat. Ich möchte nur diese Diskussion. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Frau Berg wirklich zur Gesetzgebungsverfahren während ihrer Amtszeit fragen sollten. Also ich hätte Sie das nicht gefragt, aber wenn Frau Sturm das will, Frau Berkel-Merkel, wollen Sie dazu was sagen? Also der Gedanke ist, weil es Gurlitt gibt, ist dieses Gesetz so schrecklich geworden. Das ist in Kurzform das, was Sie sagen. Würden Sie da eine Uhr? Sie können auch sagen, Sie sagen nichts, es gehört in Ihre Amtszeit. Also es ist zu Recht guter Brauch, dass man nach Ausscheiden aus dem aktiven Dienst nicht weiter irgendetwas in irgendeine Richtung kommentiert. Ja, bin ich bei Ihnen. Wir sind jetzt 2 Stunden zusammen. Ich weiß, dass nach 2 Stunden die Konzentration nachlässt und es war so dicht, was wir gehört haben, dass ich denke, jetzt doch da eine Frage und dann ein Summary von Herrn Remy, dann haben wir noch ein Dreiviertelstündchen zusammen und dann sollten wir gehen. Ja. Ja, nur vielleicht ein ganz kurzer Widerspruch zu Ihnen, Herrn Raue, weil Sie haben eben Hildebrand Gurlitt so unglaublich in die Pfanne gehauen. Nicht zu Unrecht. Aber nicht unglaublich. Ein bisschen relativieren. Keiner der Medienvertreter hat die 3 Überlebenden, noch Lebenden, mittlerweile sind es noch 2, Assistenten und Mitarbeiter von Hildebrand Gurlitt am Kunstverein Düsseldorf bisher interviewt. 2 leben noch. Einer ist nach dem Fund Gurlitt gestorben. Herr Hering, mein Vorgänger am Kunstverein in Düsseldorf. Das ist das eine, da wird nichts gemacht. Herr Radke lebt noch. Er ist nicht gefragt worden bisher. Frau Paul Rugenstein lebt hier in Berlin. Die Frau des Assistenten und Mitarbeiters bei Hildebrand Gurlitt auch nicht. Und man sollte auch angesichts der Tatsache, dass nach 1989 Herr Pachnicke in die Bundesrepublik einen öffentlichen Job bekommen hat, nämlich am Oberhausener Schloss, als ehemaliger Kunsthändler der DDR, sollte man auch ein bisschen mit berücksichtigen bei Hildebrand Gurlitt. Ich werde nicht positiv versuchen darzustellen, was er an negativen Dingen gemacht hat. Ich möchte nur etwas relativieren, was an positivem Geist dahinter steckt. Erst 2-mal hat er seinen Job verloren. Einmal, vollkommen klar. Er hat eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Sammlung zur Fotografie der damaligen Zeit aufgebaut. Und ich möchte einfach nur angesichts der Tatsache, dass Herr Lehten ein wunderbares Buch geschrieben hat über die Staatsräte, von einem halben Jahr erschienen, und ich möchte angesichts der Tatsache, dass Herr Winkler gerade ein wunderbares Buch geschrieben hat über die Tatsache, was nach 1945, 1949 in der deutschen Politik und in den Führungsetagen abgegangen ist. Und ich möchte angesichts der Tatsache, dass aus der Arbeitsgruppe Speer die Stadt Düsseldorf entstanden ist, und ich möchte angesichts all dieser Funktionselitären nach 49 Folgen, mit denen wir zum Teil alle sehr, sehr gut leben, derjenige, der 37 die Blaupause für die Ausstellung Entartete Kunst geschrieben hat, trat 46 in den deutschen Kunsthandel ein und hat all die Informationen weitergegeben. Wir sollten den Fall Gurlitt positiv dahingehend sehen,
kritisch damit umzugehen, auf welchen Wurzeln wir nach 1949 unseren Wohlstand aufbauen. Basta. Ich gebe nochmal an Sie zurück. Ich denke, wir machen jetzt ein Schlusswort, wenn es recht ist. Dann ist der restliche Abend für das Gespräch frei. Okay. Sie haben das Schlusswort, die nächste Stunde. Ich mache es ganz schnell. Ich verspreche, ich gebe mein Bestes. Schauen Sie, ich möchte nochmal auf meinen letzten Gedanken zurückkommen. Du erlebst sowas mit. Du sitzt da und sagst, hey, das ist doch Unrecht. Das ist doch nicht fair, was die mit dem gemacht haben. Da stimmt es doch vorne und hinten nicht. Da stimmt es juristisch nicht. Dann sitzt die fabelhafte Frau Dr. Berggren-Merkel und ich freue mich, dass Sie gekommen sind und sagt hier, wenn der Richter sagt, es stimmt, dann hinterfrage ich das nicht. Das kann es nicht sein. Wir haben unseren Kopf bekommen, um Dinge zu hinterfragen. Und ich möchte nicht in einem Land leben, wo Richter bestimmen, was Recht und Unrecht ist. Das ist der Punkt. Und deswegen danke ich Ihnen allen, denn es lohnt sich, für dieses Land zu kämpfen. Es lohnt sich, für unsere Zukunft und für die Freiheit zu kämpfen. Deswegen ist es toll, dass Sie da sind. Tragen Sie den kritischen Geist weiter, nicht nur bei Gurlitt. Fragen Sie auch bei Knabe nach, um ein Beispiel zu nennen. Und noch viele andere Dinge. Nehmen Sie es einfach nicht hin. Lassen Sie uns erwachsen werden. Lassen Sie uns einfach Dinge auch wieder hinterfragen. Und ich danke den Politikern, die heute hier sind, die sich der Sache annehmen. Macht Opposition. Tut es, macht ihnen Feuer unterm Arsch. Es muss sich was bewegen. So darf es nicht bleiben. Ich danke Ihnen. Ich kann nicht weggehen, ohne zu sagen, in unserem Staat soll der Richter entscheiden, was Recht und Unrecht ist und niemand anders. Das ist ganz grotesk, was Sie da sagen. Der Rechtsstaat lebt davon, dass wir die Entscheidungen der Gerichte respektieren. Und das ist für diesen Rechtsstaat ganz gut. Und jetzt vielen Dank an Herrn Remy.